Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding. Bremen 4, das Ding. Enjoy. Fritz vom RBB und MDR Sputnik. Late Line 0800 80 5x5. Lateline.de. Heute mit Jan Böhmermann. Servus, grüezi und hallo. Hallo liebe Lateline-Fans. Heute ist Donnerstag, der 17. März 2011 und wir haben heute eine Spezial-Lateline. Wir haben wie wir sie schon mal im Januar vollführt haben. Es geht heute ums Thema Fernsehen. Wir schauen gemeinsam Fernsehen. Ich mit euch. Ihr braucht nur drei Geräte dazu. Ein Fernsehgerät, ein Radiogerät und ein Telefon, über das ihr dann anruft, 0800 80 5x5, wenn ihr gerade was Peinliches im Fernsehen guckt oder was Tolles im Fernsehen seht, wenn ihr allgemein über das Thema Fernsehen reden möchtet, egal welches Thema, egal welche Richtung es geht, Hauptsache es hat was mit Fernsehen zu tun, 0800 80 5x5. Und natürlich werden wir immer wieder in der Sendung parallel während der Show live ins Fernsehen reinschalten. Und jetzt im Moment habe ich Astro TV eingeschaltet. Da sitzt der gute Daniel Kreibig an einem U-förmig gebogenen Tisch. Vor ihm liegen irgendwelche komischen Kristalle auf dem Tisch und er sagt frustrierten Hausfrauen, die zu viel Geld haben, die Zukunft voraus. Und er sitzt aber übrigens in einem Studio in Dortmund. Ist das nicht zynisch? Da müssen Menschen in Dortmund anrufen. In Dortmund. Und aus Dortmund kommt dann die Vorhersage für die Zukunft. In Dortmund wird einem die Zukunft vorhergesagt. Wer hätte das gedacht? Daniel Kreibig sieht immer noch aus wie ein Muppet. Er hat große Maurerhände, aber vorne so French-Manikur dran. So richtig so französische Nägel. Ein ultra süßer Typ und er hat Ahnung. Denn wenn das Karma abgelöst ist, dann holen wir dich raus aus dem Horrorfilm. Aha. 0800 80 5x5 ist die Telefonnummer, nicht von Daniel Kreibig. Bitte da nicht anrufen, sondern bei uns, bei der Late Line. 0800 80 5x5. Kostenlos im Gegensatz zu Astro TV. Wir lästern heute und reden heute übers Fernsehen. Ihr könnt auch mailen an talk@lateline.de oder ins Netz gehen auf lateline.de und im Blog was hinterlassen. Da gucke ich immer wieder mal rein und das wird zwischendrin mal vorgelesen. Aber nur, wenn das Karma stimmt. Jetzt erstmal Musik und gleich geht's los. I just came to say hello. Hallo, mein Name ist Jan Böhmermann. Ihr hört die Late Line am Donnerstag. Ihr hört Bremen 4, Enjoy, UFM, Das Ding und Sputnik. Ihr hört uns in fast ganz Deutschland und natürlich weltweit übers Internet. Und das Thema heute ist deutsches und internationales Fernsehen. Wir gucken gemeinsam Fernsehen und ich möchte euch bitten, einfach den Kanälen zu folgen, die wir hier im Laufe der Sendung einschalten. Jetzt bin ich momentan auf ProSieben gerutscht. Da läuft gerade Red, das Promi-Magazin mit Annemarie Warnkroß. Ich weiß nicht, ob sie heute moderiert oder ob sie in der Reha ist, denn sie ist wieder mal unglaublich fett geworden. Sie hat so zugelegt. Das ist fürs Fernsehen wirklich mittlerweile ekelhaft. Und es geht, glaube ich, worum geht's? Dann, wenn Forni Erfolg hat. Es ist eine Frau mit Pelz, wahrscheinlich irgendeine Frau von irgendeinem amerikanischen Rockstar, die jetzt irgendwelche Häuser einrichtet. Egal. Fabio ist in der Leitung. Fabio. Hallo Böhmi. Na, du bist 18 Jahre alt und nennst mich so vertraut Böhmi. Haben wir schon mal miteinander geschlafen oder woher kennst du meinen Spitznamen? Nee, wir haben schon öfters telefoniert zusammen. Ach so, du kommst aus Dresden, bist 18 Jahre alt und was ist deine Lieblingsfernsehsendung im TV? Hab ich keine. Du hast keine Fernsehsendung, die du gerne guckst? Na, nur irgendwie dieses, wie nennt sich das, wo man sehen kann, wie die Leute aus Deutschland ausreisen. Kennst du? Ach so, ja, Auswanderer. Raus aus der Scheiße. Nee. Die Auswanderer, das finde ich eigentlich ganz die cool. Auswanderer. Und hast du gerade einen Fernseher zur Hand? Ja, habe ich. Ich bin auch gerade auf ProSieben, wo du gerade warst. Ja, mal ProSieben. Dann lass uns mal durchseppen. Zuerst mal möchte ich natürlich von dir wissen, welcher Sender ist bei dir auf der 1? Kannst du ruhig ehrlich sein. Also wir sind hier nicht, ne? Also wir sind. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Das war, glaube ich, bei dir auch das Erste, ne? Bei mir ist das Erste und da ist gerade Sven Plöger. Und ich glaube, als wir das letzte Mal die Fernseh-Lateline hatten, haben wir auch über Sven Plöger gesprochen, den schlecht angezogensten Mann im deutschen Fernsehen. Das stimmt wirklich gar nichts klamottenmäßig. Heute hat er so ein Fabio? Ja? Was ist denn da für ein Getute? Bei mir ist kein Getute. Ich habe gerade so ein Getute gehört. Da ist wahrscheinlich einer irgendwie auf den Hörer gekommen bei uns in der Technikzentrale. Egal, ich wollte über Sven Plöger reden, der heute so ein bisschen einen auf Eiskaffeebesitzer macht, mit so einem leicht silbrig glänzenden Hemd und so einer schwarzen, schmalen Krawatte, wie sie vor 3 Jahren mal angesagt war. Und ich würde sagen, sieht eher aus wie reif für eine Beerdigung, oder? Ja, vielleicht hat er auch ein Zukunftsperspektivgespräch bei Jörg Kachelmann gehabt und musste sich deswegen ein bisschen angemessen anziehen. Er ist aber immerhin, hat er gelernt, er hat einen Gürtel an. Wenn eins nicht geht, dann Anzug ohne Gürtel, ne? Da sind wir uns einig, oder? Ja, das stimmt. Sieht ein bisschen komisch aus. Und natürlich muss ich mal ganz kurz dazu sagen, Fabi, natürlich sind wir heute Abend immer noch
Wir befinden uns immer noch im Windschatten der Ereignisse in Japan, wenn man das so sagen kann. Natürlich, wenn heute Abend irgendwas Wichtiges passiert, erfahrt ihr das natürlich auch in der Late Line. Wir sind da aktuell voll dran und haben alles auf dem Schirm. Falls irgendwas Wichtiges passiert, kriegt ihr das hier mit. Und da haben wir gerade die Wetterkarte von Japan gesehen. Ich kann es nicht mehr hören. Du kannst es nicht mehr hören? Nee. Ja, darf man das denn so sagen, dass man es nicht mehr hören kann? Ja. Wie abgefuckt ist das denn? Das kommt überall. Nur hört man auch das Wort langsam nervt. Einfach. Ja, aber ich meine, da sind 10.000 Menschen gestorben. Okay, in Haiti sind 200.000 Menschen gestorben. Das war noch schneller vorbei. Aber das eigentlich Krasse ist ja, dass sich da ein ganz, ganz großes Unglück anbahnt, hör mal. Ja, aber ändern können wir da jetzt auch nichts. Ja, man kann aber was an den Leuten ändern, die doofe Fragen haben dazu. Was mir total auf den Senkel geht, ich habe vorgestern so eine Sendung mit Ranga Yogeshwar und Jörg Schönborn gesehen, wo allen Ernstes jemand gefragt hat, ob er noch Fischstäbchen essen darf. Jetzt. Irgendwie eine sinnlose Frage, würde ich sagen. Ja, und ob man noch Sushi essen darf, kommt auch immer gerne als Frage. Was hast du auf der 2 übrigens? Was, auf der 2? Ich schalte um auf der 2. Natürlich ist ZDF, klar. Ja, ich auch. Da ist Maybrit Illner heute zugange mit Renate Künast, Norbert Röttgen habe ich schon gesehen, den Panther aus Meckenheim. Wer ist da noch? Nee, Momentchen mal, heute eine krasse Debatte im Bundestag. Hast du die nicht gesehen? Du bist doch ein politisch interessierter junger Mann, hör mal. Würdest du dir das privat angucken? Was bitte? Würdest du dir das zu Hause privat etwa angucken? Die Debatte meinst du, oder was? Ja. Bei Maybrit Illner oder im Bundestag? Bundestag? Ja, habe ich heute angeguckt, privat zu Hause. Ein Bierchen aufgemacht und mich da hingesetzt, Chips gegessen und es war wirklich heute sehr, sehr spannend. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Vor allem, wie sich heute die CDU als die, wir haben es schon immer gewusst, Partei profiliert hat. Also wenn eine Partei für Ökologie und für Atomausstieg steht, dann ja wohl die CDU. Das habe ich heute gelernt. Wahnsinn. Wahnsinn, Politik ist so ein gnadenloses Geschäft. Ich würde sagen, wir wählen alle die Grünen. Ja, das ist ja jedem selbst überlassen. Ich schalte mal weiter hier. Jetzt kommt RTL bei dir, glaube ich, ne? Nein, bei mir kommt jetzt Radio Bremen TV auf 3. Das dritte Programm, aber nicht das vom Norddeutschen Rundfunk, sondern das mit diesem Radio Bremen Fenster, weil ich dann immer Buten und Binnen gucke, die Regionalsendung aus Bremen. Ja, bei mir ist das bei RTL. Und da kommt CSI den Tätern auf der Spur. Find das ich ist auch doch langweilig. Übel langweilig. Aber die Farben sind immer so aufgedreht, dass man fast einen epileptischen Anfall bekommt. Ich habe mal gelesen irgendwo in so einem Medienbulletin, dass die Farben deswegen so aufgedreht werden bei solchen Serien, damit die Leute hängen bleiben, weil sie denken, oh, das ist aber schön bunt. Und dann bleiben sie da hängen und gucken sich das an, auch wenn es inhaltlich total scheiße ist. Also ich finde es tierisch langweilig. Ja. Oder ist es? Und natürlich alles synchronisiert. Assi. Synchronisierte Serien gehen absolut gar nicht. Wir schalten um. Kerner! Europa League. Kerner kommt gleich. Sehen, auf wen oh nee, Sat 1 ist bei mir auf der 4 und da kommt langweiliges Fußball. Das ist genauso für die Tonne. Aber hier, guck mal, der Kerner ist angekündigt. Der müsste jetzt auch gleich kommen. Olli Welke steht noch im Stadion und war irgendwie Villarriba oder Villabajo gegen Leverkusen. Ich weiß nicht, wie sie gespielt haben. Hast du geguckt, Fußball? Nee, aber da kommt gerade ein schönes Lied. Hörst du das? Das Ding? Ah, jetzt nicht mehr. Nee. Jetzt kommt erstmal die Schnulzenwerbung. Champions League. Also Kerner läuft heute Abend auf jeden Fall. Da gibt's auf jeden Fall was zu berichten drüber. Also macht euch schon mal gefasst darauf, dass wir heute quasi den Audiokommentar zu Kerner liefern. Das wird bestimmt recht amüsant. Auf Arte, das bei mir auf 9, läuft Nabucco. Das ist eine Oper. Wieso bist du schon bei der 9, wenn ich bei der 5 bin? Ja, weil ich einfach eine Spur schneller bin als du, Freundchen. Ja, das ist ja unfair. Also bei der 9 ist bei mir Super RTL und da kommt die Nanny. Super RTL. Das ist also die Programmbelegung in Dresden. Sag mal, welche Sendung ist denn deine absolute Hasssendung? Was magst du gar nicht gucken? Sowas wie das gerade eben auf der 2, nämlich bei CDF oder irgendwelche Sendungen, wie du vor uns gesagt hast, wo dir irgendwas vorausgesagt wird oder 9 Live oder irgend so ein Müll. Ja, aber ich kann Astro TV wirklich stundenlang gucken. Da, Daniel Kreibich, er ist wieder dran. Momentan ist die... Sonnenklar TV? Kenne ich auch. Wir müssen ganz kurz ruhig sein, weil momentan sagt Daniel Kreibich mit der Methode Karma-Ablösung dummen Menschen die Zukunft voraus. Er hält so einen Kristall in die Kamera und es funkelt und glitzert und dann hat er so einen... Du hast zwei Karmen, ein Vitalitätskarma und ein Beziehungskarma. Aha. Ja, das stimmt. Darf ich dich davon befreien? Ach, bitte. Aber das, was ich gesehen habe, stimmt, ne? Ja, das stimmt. Sehr interessant. Okay. Da geht's um Karma. Ich weiß nicht, weißt du, was Karma ist? Nee. Kann man davon schwanger werden? Nee. Weiß man nicht, wenn man sich reinsetzt und sich hinterher nicht wäscht, bestimmt. Achtung.
Er hat es, das Karma? Er hat das Beziehungskarma raus. Oh, er zieht ihr das Karma übers Telefon raus. Oh. Wie bei der Exorzist, du, gleich kotzt die Erbsensuppe. So, ich bin bei der 10. Bei der 10? Ja. Ja? DSF. DSF? Ja. Du bist also sportinteressiert? Nein, aber das ist auf der 10. Aber DSF gibt's doch gar nicht mehr, das heißt doch jetzt Sport 1. Nein, bei uns gibt's das noch. In Dresden? Ja, vielleicht sind das die Wiederholungen aus den 90er Jahren, die in Westdeutschland schon... Das kann natürlich sein. Bei uns in Westdeutschland heißt das jetzt mittlerweile Sport 1. Okay, was hast du so für Musiksender auf deinem TV? Ich muss mal gucken, die sind komischerweise bei mir ganz hinten. Bei mir auch. Viva Germany habe ich. Da läuft momentan... Ja, das MTV. Jackass. Ah, Jackass. Ich habe vor zwei Tagen den Jackass 3D-Film gesehen. Und ich wollte es eigentlich nicht machen, aber es ist schon echt wahnsinnig lustig. Jackass ist übelst geil. Übelst geil, ne? Übelst, sag mal übelst jetzt als junger Mensch. Übelst. Übel. Übel. Übel geil. Übel wie Dübel. Aber Johnny Knoxville sieht irgendwie so aus, als hätte er sich irgendwo eine Hepatitis eingefangen. Also auf jeden Fall was Hartnäckiges. Der hat wahnsinnig abgenommen und sieht total krank aus. Ich meine, wie soll man sonst aussehen nach 30 Jahren Jackass? Aber der sieht einfach wahnsinnig fertig aus. Hast du den 3D-Film gesehen? Nee, wollte ich mir aber auch angucken. Guck dir den an, der ist echt lustig. Hast du gerade noch Jack ist offen? Jack ist habe ich noch offen, ja. Guck jetzt, der da nackt weg. Ich weiß nicht, wie er heißt. Da läuft gerade einer nackt über die Wiese, ja. Das aber ist alles gepixelt. Alles weggepixelt, da sieht man nichts. Ganz schön prüde. Obwohl, muss man gar nicht pixeln, er hat doch so ein Höschen an. Pussis. Weicheier. Okay, also war da schon mal nichts mit Musik. Dann Nick... Was hältst du von Nick? Nickelodeon? Ich bin doch kein Nick Kind. Germany. Aha. Exklusiv die Reportage auf RTL ist Verlass. Da geht's wahrscheinlich, es geht um ein Bordell. Hat schon Aufträge. Und Petra Kratz lebt seit 18 Jahren als Frau und so klingt sie. Seinen Laden machen, hast nicht Lust. Und ich war ein bisschen naiv, dachte, machst mal nebenbei einfach so ein Etablissement auf. Oh, Igitt. Und das lief schon am Anfang. Naja, wieso, was heißt denn Igitt, Fabio? Nee, ist egal. Dass Petra Kratz, die seit 18 Jahren als Frau lebt, aber gefangen im Körper eines Fernfahrers, sag ich mal so. Aber sieht nicht unsympathisch aus. Es gibt in Köln speziell Frauen, die sich auch im Körper einer Frau gefangen fühlen, die noch weniger so aussehen. Das entspricht nicht mehr meinem Toleranzbereich. Meinem schon. Warum? Warum entspricht das? Also da müssen wir jetzt mal ganz kurz einen lieben Gruß nach Dresden richten. Warum entspricht das nicht mehr deinem Toleranzbereich? Guck dir das doch mal an. Es gibt Menschen, es gibt einfach transidentische Menschen. Was soll denn der Scheiß? Es gibt genauso Leute, die schwul sind. Es gibt auch Leute, die Fabio heißen. Ja, das ist ja alles okay. Aber guck dir einfach die Personen an. Das ist schon ein bisschen crank. Ja, es gibt halt Menschen, die, sagen wir mal, körperlich nicht darauf ausgelegt sind, dass sie sich als Frau besonders gut machen. Aber na gut, werden sie das wollen. Ich hatte mal in der Deutschen Bahn einen Schaffner, beziehungsweise muss sagen, eine Schaffnerin, die mich da kontrolliert hat. Und das war so offensichtlich, weil auch so Bartstoppel durch die dicke Schminke zu sehen waren, dass da jemand gerade am Anfang seines transidentischen Lebensweges ist, sag ich mal, vorsichtig formuliert. Und ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Also, weil der mir einfach mit so einer Brummstimme die Fahrkarte überreichte in der Bahn. Und ich er hatte aber so einen übergroßen Damendress an. Also so eine Uniform für Damenschaffner mit so einem Halstüchlein, was umgeknotet war. Was macht man denn da? Also einfach so tun, als wäre das... Als wäre nichts. Als wäre nichts, ne? Fiel mir schwer. Ich habe hinterher da lange drüber nachgedacht, sag ich mal so. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt reden wir mal bei 9Live. Hast du das? 9Live habe ich verbannt aus meiner also ich, weil ich einfach nie gucke und mich immer aufrege. Tiere mit B. Ich muss sagen... dritte Stelle. Wie heißt es nochmal? Anna Heesch, die Ex von Carsten Spengemann. Die Blonde? Die Blonde, ja. Ist die gerade da? Nee, das ist gerade der junge, nette Mann. Die sieht wirklich aus, als wäre sie kurz von einer Überdosis Propofol. Da ist in letzter Zeit einiges passiert, chirurgisch, glaube ich. Kann auch sein, dass das Kind ist. Sie hat ja ein Kind bekommen von irgendwem. Alte Mutter, muss man mal aufpassen. Und die nicht, hat sich, dass du jetzt die verwechselst mit der, die sich die Brust vergrößern lassen hat und dann ist sie gestorben, ne? Nee, das ist Sexy Cora. Ach so. Es geistert übrigens immer noch in den einschlägigen Internetseiten, auf denen ich mich so aufhalte, immer noch wird immer noch damit geworben, dass Sexy Cora sich nackt vor der Webcam regelt, obwohl das eigentlich nicht mehr sein kann, beziehungsweise schon sein kann, aber nicht mehr so richtig schön anzusehen für die meisten Leute mit Mainstream-Sexualität. Im einen gefällt, im anderen... Nee, es ist makaber, es ist einfach nur widerlich. Also ich finde vor allen Dingen furchtbar, dass man nach dem Tod dann immer noch Sexy Cora heißt. Die hieß ja nicht mal Cora, die hieß ja irgendwie, ist ja irgendwie ganz anders. Schau mal an, im ersten deutschen Fernsehen mal ganz kurz.
Ich? Das war ja eine investigative Meisterleistung. Der Deutschlehrer der Nation, Dieter Nuhr, erzählt wieder ohne den Mund weit aufzumachen. Witze ins Mikrofon, finde ich sehr gut. Beim Satirewischer oder Scheibengipfel, eins von beiden, ich weiß mal nicht, wie die Sendung heißt. Ist auf jeden Fall der Grund, warum heute kein Harald Schmidt läuft, was mich natürlich persönlich aus Arbeitsgründen ärgert. Fabio, schön, dass du mitgesäppt hast. Okay. Es ist jetzt, die Zeit ist jetzt rum, wir reden schon eine Dreiviertelstunde. Und der Michael, der hat schon richtig einen wundgedrückten Daumen. Da ist jetzt ein ganz langer Balken bei dir auf dem Display, ne? Genau. Ja, dachte ich mir, okay, dann höre ich mal weiter zu oder auch nicht und würde sagen, bis später. Bis später, ciao, ciao. Okay, ciao. Das Thema heute Nacht ist Fernsehen, 0880 5x5. Wir müssen nicht so stumpf durch die Kanäle schalten. Wir können uns einfach auch über Sendungen unterhalten, die ihr heute gesehen habt. Beispielsweise, Achtung, Achtung, Germany's Next Topmodel oder die Schminkschule mit Boris Entrup. Da habe ich heute eine Menge gelernt darüber, wie man mit einem Flüssig-Eyeliner ganz einfach mit so zwei Handgriffen sich so ein Eyeliner-Strich zieht, das, ohne dass es verwackelt. Man muss einfach von einer Seite anfangen und dann die andere Seite nachziehen. Und das ist in London gerade sehr angesagt, habe ich auch gelernt. Und wie man Rouge so aufträgt, dass es so aussieht, als wäre es irgendwie, als käme man gerade aus dem Hyde Park, vom winterlichen Spaziergang im Hyde Park zurück. Dass man den Rouge nämlich so aufträgt und dann Richtung Nase auslaufen lässt. Michael, hast du auch heute Germany's Next Topmodel gesehen? Nein. Warum nicht? Weil mich das nicht interessiert. Michael, du klingst rein stimmlich so ein bisschen so, als hättest du eine große Nerdbrille auf und schaust gern Stargate, stimmt das? Genau. Du schaust gern Stargate? Ja, und heute lief so ein ganz besonderer Film, der Arc of Tomorrow, die Spuren des Lichts. Ich habe kein Wort verstanden. Die Arc of Tomorrow und Spuren des Lichts? Genau. So heißt er. So, das ist so ein Sonderfilm, da kämpft, ja, erst die drei Hauptfiguren, weiß ich zum großen Kopf, wie die heißen. Soll ich dir mal sagen? Ja, sag mal. Richard Dean Anderson? Ja, alias MacGyver, hör mal. Das kennst du ja gar nicht mehr, ne? Was? MacGyver, Richard Dean Was? Anderson, MacGyver. Ja. Ist MacGyver. Kennst du MacGyver? Ja. Kennst du auch die Titelmelodie von MacGyver? Nee. Soll ich sie dir mal vorsingen? Nein. Dann noch Amanda Tapping und Michael Schenk. Okay. Das sind die drei Hauptfiguren. Und was ist der Inhalt von Stargate? Ich habe den Film mal gesehen und fand den so, geht so. Ja, das ist eine Science-Fiction-Serie. Science-Fiction? Ja. Mhm. Und darum geht's, dass sie andere Welten bereisen und die erkunden. Und da laufen sie, um da in diese andere Welt reinzukommen, durch so ein Stargate. Genau. Also durch so ein riesen Arschloch, was da aufgestellt ist, und da wird einfach reingelaufen. Und an der anderen Seite kommt man dann irgendwie im anderen Universum raus. Genau, und da kämpfen die gegen so einen starken Gegner, die nennt sich die Ori, und die brauchen eine ganz bestimmte Waffe, müssen die suchen, damit die besiegen können. Jedes Mal müssen sie pro Folge eine neue Waffe suchen, oder gibt es nur eine, die sie finden müssen? Es gibt drei Gegner, aber die ersten zwei, die ziehen die in der ersten bis neunten Staffel ab. Mhm. Das ist die 10. oder 11. Staffel. Es gibt da schon 11 Staffeln von, und ich habe noch keine einzige Folge gesehen. Habe ich was verpasst, ja, meinst du? Kannst du Sci-Fi sehen? Sci-Fi? Ja. Was ist Sci-Fi? Das ist so ein Fernsehsender. Wir haben Sky Receiver und da ist er auf den Kanal Nummer 113. Ihr habt Sky? Ja. Endlich lerne ich mal jemanden kennen, der Sky hat. Was zahlt man denn da so pro Monat? Ich glaube so von 24 oder 29, 95. So viel Geld. Und wir haben sogar zwei Receiver davon. Ihr habt zwei Sky Receiver? Sind deine Eltern Millionäre? Nein, sondern Sky ist nur zu Weihnachten ein Angebot. Wenn man eine zweite Sky-Karte bestellt, muss man nur 12 Euro mehr im Monat bezahlen. Ja, und dann kriegt man vielleicht noch so einen Mofa dazu, ne? Und vielleicht sagt einem noch Daniel, greife ich die Zukunft voraus. Also das klingt doch nach so einem Nepp-Angebot, wo man dann nach einem halben Jahr auf einmal das Dreifache bezahlen muss. Nö, absolut nicht. Zwei Sky-Receiver. Das heißt, du hast in deinem Zimmer, in deinem Jugendzimmer hast du Sky? Nö, wir haben zwei eigene Fernsehräume, im Wohnzimmer steht dann auch noch ein Receiver und der Fernsehraum ist direkt neben meinem Zimmer. Ach so, ihr habt also, weil ihr mehrere Kinder seid, habt ihr einen Fernsehraum? Ja. Aha. Wie viel Fernseher gibt es insgesamt in eurem Haushalt? Zwei dann? Drei. Drei? Wo steht denn der dritte? Bei deinen Eltern im Schlafzimmer? Nee. Die haben so einen kleinen Minigerät, so 10 Zoll Fernseher, darauf kann er Musik, Radio hören, auch Fernsehen sehen, ein paar Kanäle. Aber ja. Michael, ich freue mich, dass du angerufen hast und ich grüße zurück ins schöne Emsland.
Ja, und noch etwas. Ich habe dir vor kurzem eine Mail geschrieben mit dem Titel an Jan Bövermann. Oh. Kannst du dich vielleicht dran erinnern? War eine richtige Mail? Ja. Oder über Facebook? Oder wie hast du mir denn geschrieben? Eine richtige Mail. Und am Ende deiner E-Mail-Adresse müsste was mit GMX sein. An meiner E-Mail-Adresse? Ja, nee, an der Late Line. Ach so, das kann sein, aber dann wurde die mir nicht weitergeleitet, weil wir haben momentan Probleme mit dem Mail-Server. Also ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ich kriege die Mails immer nur so einmal in der Woche weitergeleitet, dann sind es aber so 40 Stück und bis ich die alle durch habe, da vergeht ein bisschen Zeit. Ich arbeite jetzt gerade die Mails von letztem Mai ab. Also ich habe so einen leichten Delay, ich antworte dir in 2 Jahren. Ist so. Stand irgendwas Wichtiges drin? Ich meine, wir telefonieren jetzt gerade. Oder hast du irgendwie mich popeln an der Ampel gesehen oder sowas? Oder wolltest du mir irgendwas mitteilen? Nein. Einfach nur eine Mail geschrieben? Ja. Und soll ich irgendwas antworten? Mit einem Klassenfoto von mir. Von dir? Ja, ein Klassenfoto von meiner ganzen Klasse. Bin ich da auch mit drauf? Nee. Nein, natürlich nicht. Ja, wieso? Ich bin ja wesentlich älter als du. Stimmt, das kann ja nicht sein, ja. Gut, Michael, schön, dass du angerufen hast. Grüß deine Klasse, deine Eltern, deinen Sky-Receiver und ganz besonders Richard Dean Anderson. Ja. Bei Scargate. Und zum Abschied, weil möchte ich dir gerne noch die MacGyver-Melodie singen. Oder du kannst entweder die MacGyver-Melodie hören oder kannst auflegen, was du willst. Auflegen und danach kannst du machen, weil ich höre dich ja weiter im Radio. Okay. Tschüss. Tschüss. Undankbarer Hörer. Hätte ich ihm hier noch... Undankbar ist das. Sebastian, 24, aus Wilhelmshaven. Ja, guten Abend. Nee, nicht, man sagt nicht Wilhelmshaven, sondern man sagt Wilhelmshaven, ne? Naja, spreche aus, wie du willst. Ja, weißt du, wie die Menschen hier in Westdeutschland, beziehungsweise Südwestdeutschland, Wilhelmshaven schreiben? Mit F wahrscheinlich. Exakt. Und Bremerhaven auch. Das ist schlimm. Und dabei lernt man in der Schule, dass alle Städte, die mit Hafen enden und an der Küste liegen, mit V geschrieben werden. Exakt. Und alle Städte, die im Land liegen und mit einen Hafen hinten haben, die schreibt man mit F. Genau. Ja. Und wie kommt das? Weil das einfach so ist. Er ist halt viel cooler. Ein Hafen am Meer ist was viel Besondereres. Und deswegen hat man sich da überlegt, da tauschen wir das F aus gegen ein V. Mir gerade so ausgedacht. Ja, genau. Übrigens, es gibt eine Facebook-Gruppe tatsächlich, die heißt Jan Böhmermann haut auf den Tisch. Und nur für diese Facebook-Gruppe habe ich eine kleine Choreografie vorbereitet, die ich jetzt nochmal eben vollführen werde. Und so weiter. Ja, Gott sei Dank hast du aufgehört. Ja, danke. Die Quoten stürzen ab. Quoten im Keller. Wollen wir über Fernsehen reden oder ein bisschen Fernsehen gucken? Hast du einen Fernseher da? Nee. Ich habe gerade keinen Fernseher da. Ja. Ich habe was Wichtigeres zu tun. Ja, nämlich bei der Late Line anzurufen. So viel wichtiger ist es aber auch nicht als Fernsehen gucken. Das ist auch nur Quatsch. Stimmt. Das ja, irgendwie so, ne? Aber Fernsehen, also der Kerl da vorhin mit seiner Sky-Box, das geht ja gar nicht. Also bist du gegen Sky? Ich brauche so eine Scheiße. Die läuft da genug Scheiße. Zum Beispiel bei RTL. So nachmittags, mitten im Leben. So Hartz-IV-TV oder so. Oh, stopp. Aber ganz kurz, Sebastian. Es geht bei Kerner um den Film mit Veronika Ferris in der Hauptrolle. Dieser 1000 Tage Angst, ich weiß nicht, wie er heißt. Über den Marco, der in der Türkei weggesperrt wurde, weil er irgendjemand angegraben haben soll. Irgendwie in London. Nee, irgendwie sowas. Nee, in der Türkei. In der Türkei. Ja. Das ist vielleicht mal interessant. Den wollen wir vielleicht auch noch angucken. Warum? Weil du Veronika Ferris eine überzeugende Schauspielerin hältst? Nee, das auf alle Fälle nicht. Aber weil das vielleicht interessant ist, so was der so erlebt hat. Aber was die sowieso alles verstellen, damit das einfach passt, damit das besser rüberkommt. Ich sag mal so, was man halt so erlebt als 17-jähriger Deutscher in einem türkischen Knast, in so einer in so einem großen Gemeinschaftsraum, ne? Schön ist das bestimmt nicht. Nö, das glaube ich auch nicht. Veronika Ferris hat ein Buch geschrieben. Wusstest du das? Die schreibt Bücher? Ja, ich glaube, das hat sie nicht ganz alleine. Sie kann nur 14 Buchstaben. Die restlichen 12 Buchstaben wurden von einer Co-Autorin eingefügt. Ich glaube, Kinder sind unsere Zukunft, heißt es. Wie heißt er noch? Wie heißt das Buch? Veronika, der Lenz ist da, habe ich vorgestern im Internet gesehen, dass sie echt ein Buch geschrieben hat. Und ich bin hinten übergefallen, du. Veronika Ferris Buch. Komm schon. Nein, mit Fremden gehe ich nicht, stellt ihr neues Buch vor. Kommt schon.
Internet. Ah, Internet. Kinder sind unser Leben. Kinder sind unser Leben ist das Buch von Veronika Ferres. Oh, wie herzzerreißend. Ja, ich habe mich auch vor Weinen gar nicht eingekriegt. Du wolltest eigentlich über DSDS reden, ne? Genau. Für wen bist du denn? Oh, für wen ich da jetzt momentan bin, ich denke mal, also nicht für wen ich bin, ich denke mal, dass der Sebastian Wurt das da wohl machen wird, weil die ganzen Kinder da halt anrufen, ne? Das ist dieser Justin Bieber-Verschnitt, ne? Ja, genau. Der aber wirklich sehr gut singen kann und am intelligentesten von allen ist. Das stimmt leider, ja. Was heißt leider? Also erfreulicherweise, ich wäre geschockt, wenn noch mehr intelligente Menschen sich die Blöße gäben, da mitzumachen bei dem Scheiß. Ja, sowas wie der Alfie Hardcore. Was? Ja, Alfie Hardcore, kennst du den nicht, der die ganzen Scooter-Lieder singt bei dem Casting? Alfie, ach so, dieser Schlagersänger. Nein, nicht Schlagersänger, der Scooter-Lieder singt. Ach so, beim Casting, gar nicht jetzt in den Top, in den Motto-Shows da. Nee. Ja, nee, kenn ich nicht. Ich guck nur manchmal die Motto-Shows. Was meinst du, was war mit dieser Anna Karina da los? Das hat mich ja gar nicht losgelassen. Das war ja wirklich wahnsinnig spannend, weil man von der so wenig erfahren hat. War das wirklich so ein durchtriebenes Luder oder waren die anderen einfach Weicheier? Ich denke mal, es ist so ein Luder. Meinst du wirklich? Ja, sie hat irgendwas war mit ihr von Anfang an. Sie hatte sowas nicht Greifbares irgendwie. Irgendwie kam sie mir von Anfang an so komisch vor. Weiß ich auch nicht. Oh, ich war ganz froh, dass sie rausgeflogen ist. Ja. Weil du sie nicht ausstehen konntest, weil sie Puppenspielerin ist? Ach, weil sie Puppenspielerin ist, dann soll es auch sein, was sie ist da. Aber die war immer so komisch drauf und dieses Gezicke dort. Und was hältst du vom Ausscheiden von Nina Richel, der diesen Psychozusammenbruch hatte? Ja, die sind doch beide nicht besser. Beide haben so rumgeschauspielert, dass sie da ihren Nervenzusammenbruch kriegen. Aber ich habe nicht verstanden, warum denn nicht Marvin Cebulski wieder nachgerückt ist. Was für eine windige Ausrede, dass jetzt, wenn eine Frau rausfliegt, dann darf auch nur eine Frau nachrücken. Das war ja noch nie so. Nö, war auch nicht. Normalerweise ist dann immer der als letztes rausgeflogen ist, wieder reingekommen. Ja, genau. Und das haben sie diesmal nicht gemacht, weil Marvin Cebulski einfach, sag ich mal, nicht HD-ready ist. So rein optisch. Der hat immer alles ausgefüllt, ne? Ja, ja. Ja, der war, und der wollte nie mittanzen, der kleine Tanzbär da, der pummelige... Süßfratz. Aber wie kann man echt, also stell dir die Situation vor 28 Jahren, irgendwo in einem Krankenhaus im Ruhrgebiet, wird der ein kleines Kind geboren, und der Arzt fragt Frau Cebulski, wie soll ihr Kind heißen? Marvin. Es soll Marvin heißen, Marvin Cebulski, für den Rest seines Lebens. Junge. Ja, aber immerhin noch besser als Gaylord, oder? Gaylord Cebulski, das wäre... ich glaube, ist Gaylord nicht sogar ein Vorname, tatsächlich ein echter Vorname in England? Oder in... Das ist ein Vorname. Ja, ne? Gaylord. Aber wer sein Kind Gaylord nennt, der ist da auch gestraft fürs Leben, oder? Ja, wieso? Wie heißt denn das Kind von Elton John und seinem Freund? Weiß ich doch nicht. Das wäre doch ein Kandidat dafür. Ja, wir lachen, ne? Wir lachen und Veronika Ferres weint. Ich blende mich mal kurz wieder in Kerner ein. Veronika Ferres hat nun schwarze, kurze Haare. Es ist natürlich eine Perücke, denn sie ist ja nicht bescheuert und lässt sich so sehr auf eine Rolle ein, dass sie sich die Haare abschneidet. Außerdem hat Carsten Maschmeyer da nichts mehr zum drin rumwuscheln abends. Man sieht es übrigens, dass es eine Perücke ist, weil der Hinterkopf ein bisschen ausgebeult ist. Da sind die echten Haare zusammengebunden. Schwindet zusehends. Mhm. Er hat in solchen Phasen geschrieben... Ja, kriegt ja nicht genug Geld, um zum Friseur zu gehen, ne? Was sagst du? Sie kriegt ja nicht genug Geld, um zum Friseur zu gehen. Die Gage ist wahrscheinlich so niedrig. Es gibt eigentlich zwei Fragen, die mich momentan in der Welt bewegen. Zum einen, wann kommt es zum Super-GAU in Japan? Und die zweite Frage ist, wann trennt sich Veronika Ferres von Carsten Maschmeyer, weil sie diesen Druck nicht mehr aushält, den der Norddeutsche Rundfunk auf ihren Mann ausübt? Christoph Lüttgert, der investigative Power-Journalist. Aber anscheinend treffe ich mit dir da den Falschen und du hast die Reportage von Christoph Lüttgert nicht gesehen. Die Reportagen, muss man fast sagen. Nee, also heute Abend habe ich noch gar keinen Fernsehen geguckt. Lief heute Abend noch nicht, das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Aber schön, dass du angerufen hast, Sebastian. Ja. Und lieben Gruß nach Wilhelmshaven, mit V natürlich. Ja, natürlich mit V. Vogel-V. Vogel-V, ja. Ne, schön. Tschüss. Also, Lena, 24 Jahre alt. Du bist jetzt am Apparat hier. Ja, hi. Und da du 24 bist, ist das ein sicheres Zeichen für mich, dass du nicht Lena Meyer-Landrut bist.
Nein. Jetzt hätte ich dir nämlich ein paar Fragen dazu gestellt. Kann man ja versuchen. Also, ja, Lena, was hältst du davon, dass du beim Eurovision Song Contest auf Platz 16 bist? Verdient. Und wie findest du das, das Lied eigentlich immer ganz im Ernst wirklich? Weil ich muss dabei immer an Cats denken. Das ist irgendwie so ein, wie so ein Lied aus dem Musical. Ja, das stimmt. Mhm. Und wie ist dein Verhältnis zu Stefan Raab? Darüber darf ich nicht sprechen. Und ist dir der Erfolg nicht manchmal ein bisschen zu viel? Du kannst ja gar nicht mehr einkaufen gehen, ohne angesprochen zu werden. Ja, das machen ja andere Leute jetzt für mich, das Einkaufen. Mhm. Meinst du, dass dieser Hype um dich jetzt ewig andauern wird oder ist es bald vorbei? Ich denke, ich ende wie Charlie Sheen. Du meinst Lena Meyer-Landrut endet mit Charlie Sheen, irgendwelche zugeguckten Nutten im Hotelschrank einsperren? Ich glaube Pete Dorothy und Charlie Sheen in einer Villa, das wäre das beste Live-TV, das man haben könnte. Das wäre total geil, ja genau. Und am besten beobachtet von Big Brother-Kameras. Jawohl. Aber Lena wird so enden wie Nicole, schätze ich mal. Wie ein bisschen Frieden, ein bisschen. Ne? Die wird in 30 Jahren, wenn Deutschland mal wieder einen Eurovision Song Contest gewinnt, dann wird sie nochmal irgendwie zu 3 nach 9 eingeladen, die Lena Meyer-Landrut, und dann ist sie wieder weg vom Fenster. Ich glaube, die ist nach dem Eurovision Song Contest durch, wie man im Geschäft sagt. Die wird jetzt ablusen und dann ist er weg. Also. Findest du es eine gute Idee? Findest du eine gute Idee, dass Stefan Raab sie hat zweimal antreten lassen? Ja, das ist so ein Ego-Ding, glaube ich, von ihm eigentlich. Mhm. So, das hat, glaube ich, mit ihr nichts zu tun. Da geht es, glaube ich, einfach nur um sein Ego, dass er will, hey, yo, ich schaff das und. Mhm. Interesting. Worüber willst du eigentlich reden? Über welche Fernsehsendung? Ich wollte allgemein über das deutsche Fernsehen reden, denn ich habe eine ganz lustige Sache. Ja. Und zwar, meine Cousine ist verheiratet mit einem Amerikaner. Mhm. Was guckst du eigentlich gerade im Hintergrund? Entschuldige mal, ich höre den Fernseher laufen. Jetzt gerade gucke ich gar nichts. Ich habe das Radio an, aber jetzt mache ich es aus. Vorhin habe ich Frauentausch geguckt. Okay. Und dann habe ich an den Mann von meiner Cousine gedacht. Mhm. Der ist bei der Air Force und der war stationiert hier in Deutschland, also, und hat dann, wie er mit ihr zusammenkam, Fernsehen geschaut mit ihr abends, und dann kamen dann diese so sexy Werbespots, ja. Mhm. Und er ist dann irgendwann aufgesprungen und hat das, den Stecker aus dem Fernsehen gezogen, weil er dachte, das kostet jetzt Geld. Oh no. Ach, aber ja, in Deutschland kann man so Softpornos natürlich umsonst nach Hause bekommen, ist das ja klar. Das wusste er ja aber nicht. Mhm. Und dann fing es an mit Frauentausch, hat er irgendwann Frauentausch geguckt und war dann eine Zeit lang auch im Irak. Und dann haben die übers Internet, hat er seinen Kumpels gezeigt, wie die Deutschen sind. Mhm. Und dann haben die immer Frauentausch geguckt. Und jetzt denken alle, die da mit ihm stationiert waren, dass die Deutschen alle so sind wie die Leute bei Frauentausch. Ach du Jemine, und das ist natürlich überhaupt nicht so. Nee, und jetzt habe ich vorhin Frauentausch geguckt und dann dachte ich auch so, was, nein, also das ist ja peinlich. Also. Das ist wirklich unglaublich peinlich, so Frauen mit ausgeschlagenen Zähnen, die irgendwie nur den Vater ihrer Kinder kennen, weil sie mal bei Briten einen Lügendetektor-Test gemacht haben. Ja, oder der Tauschvater, die Tauschmutter soll, der Tauschvater soll dann Unterwäsche für die Tauschmutter kaufen, weil die Tauschmutter kein erfülltes Sexleben mehr hat. Ja, aber ich frage mich, was für zynische Arschlöcher diese Filme eigentlich zusammen komponieren. Da sitzen ja irgendwelche Leute, die im besten Fall Abitur oder noch irgendwas anderes haben. Jetzt sehe ich gerade hier die Heute-Show. Warte mal, die Heute-Show gucke ich immer sehr gerne. Mit unserem zeitgemäßen Format überzeugen. Check es heraus. Die Heute-Show. Morgen 22:30 im ZDF. Es gibt ja doch noch gutes Fernsehen, ja? Ja, genau. Die Heute-Show ist ja nicht wenig Dinge, aber es gibt es immer. Es gibt es noch. Ja, man muss nur gucken. Man muss nur die richtigen Sender schauen. Hier Markus Lanz zum Beispiel. Der ist auch ein Garant für gutes Fernsehen. Heute Abend Markus Lanz läuft gegen Kerner und wir sind bei der Late Line mit Audiokommentar dabei. Wahnsinn. Die Jagger sind heute nicht bei Wahnsinn. Uns. Die Technik genau von deswegen heute. Sollten Sie jetzt dranbleiben. Ach Mensch. Jetzt kommen die Gäste von Markus Lanz. Wer wohl heute da ist? Wer ist denn da? Markus, ich weiß es nicht. Bleib dran. Ich bleib dran, oh Gott. Ist gerade die Musik. Es ist das Publikum, es ist begeistert wie immer, es hat 3 Jahre auf die Karten gewartet. Hier. Eben noch vom ZDF-Fernsehgarten rübergelaufen. Sie sehen es, 2 Stühle, es ist ein ganz besonderer Moment heute ein hier besonderer bei uns. Moment. Ja, willkommen. Wir freuen Gutenberg. Uns heute auf einen Mann, dessen Silhouette so dermaßen viele Menschen kennen, dass er darüber längst selbst zu seiner eigenen Marke geworden Udo Lindenberg. Ist. Er ist der Sonnenkönig, den Deutschland nie hatte, schrieb die FAZ mal über ihn. Und er selbst sagte mal auf die Frage, welchen körperlichen Mantel haben Sie denn eigentlich? Das weiß ich nicht, da müsste ich mir erst mal die Röntgenbilder angucken. Und wer verstehen will, warum dieser Mann spricht wie ein Maschinengewehr, der muss wissen, was seine Mutter ihm stets eingebläut hat, nämlich die sagte, sprich schneller, mein Sohn, damit ich mir diesen Stuss nicht so lange anhören muss. Herzlich willkommen, Karl Lagerfeld. Ach, hey. Ach du Jemine. Habe ich vorgestern noch überlegt, wie viel Geld der wohl hat. Karl Lagerfeld? Ja.
Ich wundere mich vor allen Dingen, wie enge Hosen, was für enge Hosen der hat. Der ist ja Wahnsinn. Und der ist, glaube ich, 93 ungefähr. 93, also schätze ich mal. 120. Karl Lagerfeld, Bruder von Jopi Hester. Im Einzelgespräch mit Markus Lanz. Ist das intim? Ist das wirklich Karl Lagerfeld oder ist es Max Giermann? Wohnen wir einem großen Hoax bei? Ist doch alles nur Show. Ja, aber meinst du, dass die Haare echt sind? Von Karl Lagerfeld? Ja. Ja, das auf doch. Keinen Fall. Ich bin Altenpflegerin, das sind echte Haare. Auf keinen Fall. Doch. Auf keinen Fall. Klar, wieso soll man sich sowas freiwillig unecht machen lassen? Ja, ich meine, aber wieso soll man sich freiwillig in seinem Alter so enge Lederhosen anziehen? Und ja, so komisch, der Designer, der muss doch zeigen, was er kann. Ah, er hat so leicht speckige Beinchen, guck mal. Siehst du das? Ja, wie Kate Moss, ne? Das schneidet so ein, hör mal, die Hose ist so eng, die schneidet ein. Der hat speckige Beinchen bekommen, da muss er sich wieder in den Fingern halt stecken. Was? Der Mann ist alt. Ja, aber es läuft das so im Modelgeschäft, dann machen wir uns mal nichts vor. Was meinst du, warum Annemarie Warnkross immer so fett wird, weil sie sich dem verweigert? Das habe ich vorhin gehört im Radio. Ich habe meine Fresse, lass doch mal die Frauen ruhen. Da wundert man sich, dass alle Komplexe kriegen und alle so krank werden. Ja, aber guck mal, wie fett die geworden ist, du. Eine total die fette Saune. Ich habe mal hinter Annemarie Warnkross bei einer Preisverleihung gesessen und als Zuschauer bloß natürlich. Kaum Platz. Und ich habe gedacht, mein Gott, die hat ja Brüste hinten, aber es waren die Schulterblätter. Exakt genauso groß, aber das führt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber sie ist wirklich wahnsinnig, hat wahnsinnig zugenommen. Es sieht nicht mehr gut aus im Fernsehen. Wie bitte? Lieben Gruß an Annemarie. So, ich schalte mal um. Witz, oder? Natürlich nicht. In dieser Late Line gibt es keine Witze, Lena. Ach, stimmt. Das ist alles total souverän. Immer alles souverän und total ernst. Das gehört auch alles ins ZDF. Ach, Mensch, Freunde. Und die Debatte zum Atomgesetz wird nochmal wiederholt auf Phoenix. Wo hast du den Sender Phoenix? Phoenix, das heißt doch Phoenix, oder? Weiß ich nicht, aber bei uns im Saarland sagt man Phoenix. Im Saarland? Mhm. Aje, die Saarländer. Ja, wo kommst du denn her? Kenne ich ein paar Witze. Ich komme eigentlich also ursprünglich aus Rheinland-Pfalz. Ah ja, das ist ja quasi direkt um die Ecke. Und ah ja, klar. Wo aus Rheinland-Pfalz? Aus Niederheimbach, so bei Bingen, bei der Lorelei. Ach ja, bei Bingen, bei der Lorelei. Da fahre ich mit dem Zug immer dran vorbei, wenn ich von Köln ins Saarland fahre. Na, dann fährst du ja auch an Niederheimbach vorbei. Absolut. Absolut. Ist das nicht, der ist doch ein kleiner Bahnhof, ne? Ja, aber natürlich. Der hält der Zug aber nicht mehr, natürlich. Das kommt drauf an, was für ein Zug. Mit was fährst du denn? Mit dem IC oder mit dem ICE? Nee, ach so, nee, die halten dann nicht. Der hält nur Regio-Dings da gedöhnt. Genau, nur Regio-Bahn. Ja. Ich habe am Montag eine Sendung moderiert hier, vertretungsweise für Jens-Uwe Krause. Da haben wir auch im Saarland ausgestrahlt. Ich habe natürlich gelogen, wie dass ich die Balken bogen, als ich sagte, dass ich das Saarland toll finde. Ist natürlich die absolute Pest. Es gibt wirklich kein Bundesland, dem ich mehr wünsche, dass es mit dem Nagelknipser vom Mutterland abgeknipst wird. Das Saarland ist wirklich absolut überflüssig. Also muss man mal sagen. Und die Menschen sind wirklich dumm wie Stroh. Ich kenne aus dem Saarland bloß eine und ich habe Verwandte in Kaiserslautern ganz viele. Mhm. Und da kenne ich einfach nur immer, wenn ich da bin und da irgendwie feiern gehe, dass dann die Pelzer immer die Witze über die Saarländer reißen. Aber genauso läuft es andersrum. Also wenn man im Saarland ist, dann werden die Pelzer runtergemacht. Nee. Aber es ist schon ein Spaß. Also. Mhm. Nee. Also das Saarland ist wirklich, Mann, nee. 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 Lena, möchtest du noch irgendwas Konstruktives zur Sendung beitragen oder plätschert unser Gespräch jetzt hier so aus, wie es angeplätschert ist? Ja, keine Ahnung, ich weiß nichts Konstruktives mehr. Ja, aber schön, dass du angerufen hast, du. Ja, ich freue mich auch, du. Bussi und bis bald beim Frauentausch. Vielleicht sehen wir dich dann mal. Musst du noch eine Familie zeugen? Also du brauchst mindestens 10 Kinder, um da mitzumachen. 10 Kinder von 15 Männern. Ja, 10 Kinder von 15 Männern, eine üble Hautkrankheit und abartige sexuelle Vorlieben. Und dann bist du quasi sofort als Kandidatin eingekauft. Die kriegen übrigens 200 Euro pro Woche, ungefähr. Also die werden richtig reich. Super. Ja. Also meine Liebe. Dann halt die Wurst hoch, gell? Absolut, mache ich. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0880 5x5, lästern, reden, talken übers deutsche internationale Fernsehen, über eure Lieblingssendungen oder über eure Hasssendungen. Natürlich versuche ich, wenn ihr mit Spezialwissen ankommt, über Spezialsendungen, mich da auch irgendwie in dieses Gespräch mit einzuklinken, mit meinem, obwohl in Sachen Fernsehen möchte ich eigentlich sogar behaupten, dass ich da über etwas mehr als Halbwissen verfüge, weil ich eigentlich wirklich jeden Scheiß gucke. Jeden Scheiß guckt vielleicht auch Marita, 24, aus Trier. Hallo. Auch du bist ja quasi direkt um die Ecke, du. Das Saarland ist auch nicht weit. Nee, nicht so. Luxemburg ist noch näher. Ihr fahrt bestimmt zum Tanken dahin, ne? Ja, fast. Wenn man noch ein Auto hätte. Hast du kein Auto mehr? Nee, kaputt.
Was ist passiert? Bist du irgendwo gegengefahren? Wurde mir geklaut. Wirklich wahr? Ja. Sag mal, ganz kurz, wir haben so eine irre Verzögerung. Sicher, dass du in Trier bist und nicht irgendwie auf dem Merkur? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Bist du auf dem Merkur, Marita? Ja. Nein, so nah an der Sonne? Ja, ich rufe aus dem All an. Wieso hältst du das denn aus mit der Strahlung? Der Merkur hat ja nur eine ganz dünne Atmosphäre. Ja, wir tragen hier so extra Kleidung. Ach so, cool. Hast du auf dem Merkur auch zufällig Sat.1? Weil da läuft gerade das Gespräch mit Veronika Ferris. Ihnen gesundheitlich alles Gute und der Familie natürlich auch alles Gute. Danken Wladimir Ihnen sehr herzlich fürs Herkommen und dir, Veronika, ganz besonders. Und wünschen dem Film Marco W. 247 Tage im türkischen Gefängnis am kommenden Dienstag um 20.15 Uhr in Sat.1 möglichst viele Zuschauer. Vielen herzlichen Dank. Danke. Also es wird dem Film nicht gewünscht, dass er recht gut ist, sondern dass möglichst viele Leute zuschauen. Das werden aber nicht viele Menschen mitbekommen haben bei Kerner. Guckst du auch gerade Kerner? Genau. Wie berührt dich die Karriere, der große Abstieg des Johannes B. Kerner persönlich? Bitte? Wie dich persönlich der Abstieg von Johannes B. Kerner berührt? Gar nicht. Das ist, Ist da jemand noch neben dir? Ja, aber... Ja, das war meine Merkur-Freundin, aber die ist jetzt abgehauen. Warum kichert ihr denn? Zeigt ihr euch gegenseitig eure Vulven? Nein, die hatte ganz doll Angst. Und du bist wirklich 24 und nicht 16? Weil sonst weiß ich gar nicht, ob ich das Wort Vulva in deiner Gegenwart sagen darf. Doch, ist schon erlaubt. Okay, also ihr habt euch jetzt da gemeinsam in Trier zusammengesetzt und weil der McDonald's schon zu hat, ruft ihr mal beim Radio an. Genau. Aber ihr wisst nicht so ganz genau, was ihr mit mir bereden wollt. Och, da kann man doch vieles reden. Ja, aber was denn jetzt zum Beispiel? Dann schieß doch mal los. Die Zeit läuft. Tick-Tock, Tick-Tock, Tick-Tock. Wir können auch über ernste Themen reden, damit ihr nicht so anfangen müsst zu kichern. Es gibt genug, weiß Gott, genug Ernstes in der Welt heute. Okay, bitte. Ja, zum Beispiel eine schreckliche Dreifachkatastrophe in Japan. Am Freitag Erdbeben und Tsunami, am Samstag ein Riesenstörfall im Atomkraftwerk und die laufen geradewegs auf den Super-GAU hin. Ich merke schon. Marita, Mensch, da wird das Eis aber ganz dünn bei dir auf dem Merkur, ne? Ja, ganz toll. Also willst du jetzt noch irgendwas Konstruktives zur Sendung beitragen? Wenn nicht, dann mach die Leitung frei für Leute, die sich ausziehen wollen beim Telefonieren. Oder hast du vielleicht Lust, dich während wir sprechen auszuziehen? Dann kommt wenigstens ein bisschen Sexappeal hier rein. Nee, danke, da fragt mal jemand anderes. Mensch, Marita, aber du lass mich doch jetzt nicht so hängen. Oh. Ja. Marita, ich könnte dich noch zutexten ohne Ende, aber da kommt ja nichts. So, Marita. Kommt ja nichts. Ja, kommt nichts. Jetzt ist sie ja wahrscheinlich eingeschlafen. Marita? Oder die Verbindung zum Merkur ist abgerissen. Wahrscheinlich ist sie über einen Venushügel rübergefahren und dann da versackt. Wir legen jetzt auf, Marita, ne? Wir legen jetzt auf und rufen mal sicherheitshalber die Polizei. Und die bricht dann bei dir ein und klaut dir das Telefon. Ihr hört die Late Line. Heute zum Thema, wir schauen gemeinsam Fernsehen und wir schauen wirklich gemeinsam Fernsehen. Wenn ihr einen Fernseher habt, dann seppen wir da gemeinsam drin rum. Es gibt heute Abend wahnsinnig viele Dinge, die interessant sind. Zum Beispiel Markus Lanz im Gespräch mit Karl Lagerfeld, worüber auch immer die reden. Wahrscheinlich über die schreckliche Atomkatastrophe in Japan. Da wird doch sicherlich einer der beiden eine dezidierte Meinung zu haben. Im Zweifel sind die Kinderschänder schuld. Das war Til Schweiger, überraschend, das sehe ich jetzt auch gerade hier beim ZDF, dass die UNO beschließt eine Flugverbotszone über Libyen. Das kommt wirklich überraschend. Schaut mal, da kriegt man ja sogar aktuelle Sachen, während da Markus Lanz mit Karl Lagerfeld dass eine Flugverbotszone über Libyen eingerichtet werden soll. Das bedeutet, da wird militärisch vorgegangen. Aber dazu mehr Details morgen in euren Morgenshows bei Enjoy, bei Bremen 4, bei UFM und das Ding und bei Sputnik. Ihr könnt anrufen 0880 5x5 und es ist jetzt Pete. Ach Mensch, unser Pete. Du warst doch vor 2 Wochen schon mal da oder letzte Woche. Aber richtig. Schön, dass du wieder da bist. Weil ich immer so alleine bin und dann dachte ich mir, dann rufst du mal
wieder die Talkline an. Late Line heißt unsere Sendung, du Fool. Late Line. Ist auch egal. Ich bin auch ein bisschen erkältet, meine Stimme macht es nicht mehr so. Ja, aber wenn man erkältet ist, dann kann man halt nicht sprechen, aber denken kann man doch noch meistens. Ja, das geht noch. Ja. Aber wenn ich sowas hier sehe, hier mit Markus Lanz und so, denn ich wusste jetzt gar nicht mehr, wo was Gescheites läuft. Und dann habe ich mir gedacht, na, Late Line. Und dann ist das besser. Aber versucht sich da irgendwie rauszureden. Der Markus Lanz macht dem Karl Lagerfeld ja richtig Druck, ne? Ja, der setzt ihn richtig auf den heißen Stuhl. Ne? Der macht wirklich, das ist wirklich ein Kreuz im Kreuzfeuer, steht er jetzt. Also ich kann mit dem überhaupt kein Wort wechseln. Aber der Lanz bleibt immer trocken, ganz cool. Obwohl er kriegt dann immer keine Antworten, sondern nur noch. Es hat so ein bisschen was von dem Gespräch von Antonia Rados mit Muammar al-Gaddafi. Ja, das stimmt. Zwei Top-Journalisten und zwei durchgeknallte Exzentriker. ja. Die beide auf ihre Art und Weise viele Menschen auf dem Gewissen haben. Der eine halt hat sie umgebracht und der andere stattet sie mit furchtbarer Mode aus. Ich weiß, liebe Rundfunkratsmitglieder, das darf man so nicht sagen. Das war jetzt nein, das darf man so nicht sagen. Pressefreiheit. Ja, Pressefreiheit, aber die ist auch nur begrenzt, wenn, du weißt, wie es ist mit den Beschwerdeführern. Das war ein Scherz. Das war natürlich ein Scherz. Also Muammar al-Gaddafi ist ein Kriegsverbrecher, der jetzt zu Recht den Hintern gepudert bekommt in den kommenden Tagen. Hast du es mitbekommen, eben Flugverbotszone über Libyen? Nee, das habe ich noch nicht gesehen. Also meiner Kenntnis nach bedeutet das, dass da erstmal Flugabwehrstellungen zerbombt werden und dass da richtig was los sein wird in den kommenden Wochen. Das habe ich schon vor 2 Monaten gewusst, dass das irgendwie passieren werden würde. Aber das sah jetzt in den letzten Tagen nicht so aus und ich glaube auch Gaddafi hat gedacht, dass das Erdbeben und die Katastrophe in Japan die Augen der Welt ein bisschen von seinem Land nehmen wird, ne? Aber dem war nicht so, Gaddafi, dem war nicht so, du Schurke. Das ist ein Diktator. Und hast du schon mal einen Diktator die Butter vom Brot nehmen lassen? Ne, die ziehen das durch, die gehen auch über Leichen. Die ziehen das bis zum Ende durch, ne? Ja, sicher. Und der hat auch nichts mehr anderes zu verlieren außer seinem Leben. Wie alt ist der jetzt? Glaube ich 70? War über 70 Jahre alt ist der Mann, ne? Ja, aber es ist ja nur für einen Diktator nicht so ein Alter, ne? Was hat er zu verlieren? Naja, ein ganzes Land, seine Macht, die Amerikaner haben ja nur 1,2% Ölanteil hier in ganz auf der ganzen Welt. Was soll der Amerikaner mit dem Land? Sonst hätten sie schon längst zugeschossen. Ne? Ja, aber es ist natürlich so ein, das ist natürlich furchtbar, dass da, also aus humanitären Gründen ist das doch furchtbar. Oh, Karl, ja, ganz kurz, entschuldige mal. Ernstes Thema zur Seite, unseriöses Thema hin. Karl Lagerfeld, trinkt er da gar Cola? Schau mal auf den Tisch. Was steht denn da auf dem Tisch? Trinkt Karl Lagerfeld bei Markus Lanz Cola? Ich weiß nicht, vielleicht mit dem Whisky drin. Da, schau mal, jetzt siehst du das Glas. Ja, das ist eindeutig Cola. Mein Glas mit aber einem Schuss Whisky drin. Ich weiß nicht, ob es wirklich echte Cola ist oder Cola Zero. Oder Cola Light oder Pepsi Cola. Du machst jetzt Reklame, ne? Nee, ich sagte deswegen auch Pepsi. Fritz, diese fucking Fritz-Cola, diese scheiß Trend-Cola. Das glaube ich nicht. Diese scheiß Kack-Trend-Cola. Was hältst du eigentlich von diesem Mann, Karl Lagerfeld? Ich finde der pudert seine Haare, hat er gesagt. Das ne? ist mir egal. Ich finde, der hat was. Ganz im Ernst. Ich finde, Karl Lagerfeld ist ein total... ist ein Freak. Ist ein bunter Vogel. Wir brauchen mehr von solchen Leuten. Wir brauchen mehr bunte Vögel. Weißt haben du? Wir doch in der Bundesregierung. Ja, Pete, hast du eine, bei dir weiß man nämlich genau, ob man in der Geschlossenen anrufen soll, dass einer entflohen ist oder ob du einfach ein cooler Typ bist. Ne? Du bist auf der Grenze, ne? Ich habe dich letztes Mal versucht, dich zu erreichen. Da habe ich deinem Kollegen gesagt, du bist eingeladen, hier in der nächsten Saison nach Borussia Dortmund zu kommen. Du bist ja auch ein knapper Dortmunder. Habe ich mal so rausgefunden und du hast einen guten Freund hier und dann kannst du mal hier vorbeikommen, dann bezahle ich den ganzen Mist hier. Beziehungsweise Borussia Dortmund muss das machen. Ich habe ja auch nicht mehr so viel Geld, ne? Ja. Na, dann komm mal vorbei und dann reden wir mal hier über Hölzken und Klötzken hier in Westfalen, ne? Weiß ja, wie das geht. Ich weiß gar nicht, hier wird die beste Politik gemacht. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob du mich nicht vielleicht verwechselst. Ich habe gar keinen Freund in Dortmund. Doch, in Dortmund-Dorsfeld. In Dortmund-Dorsfeld habe ich einen Freund? Ja, ein Kumpel. Ein Kumpel in Dortmund-Dorsfeld? Ja. Den Namen auch noch nennen? Nee, nenn den Namen mal lieber nicht. Naja, es ist wirklich ein Kumpel von mir, aber... jetzt habe ich dich. Nee, ich wüsste ehrlich gesagt von gar keinem Freund, den ich überhaupt habe. Du warst schon mal in Dortmund, ne? Ich war schon mal in Dortmund. Ich habe schon mal...
In Dortmund-Dorsfeld habe ich schon mal Currywurst gegessen, aber nicht mit einem Kumpel oder so. Ich habe nur zwei oder drei Freunde, überhaupt zwei oder drei Freunde. Und die hießen Rot-Weiß, ne? Mit Pommes. Rot-Weiß. Piet, schön, dass du angerufen hast. Alles klar. Also ich kann dir garantiert sagen, das wird sich alles in Luft auflösen. Das freut mich. Das ist, freut mich zu hören von jemandem, der Ahnung hat. Gute Nacht, Piet. Jo. Tschüss. 0880 5 mal die 5 ist die Telefonnummer der Late Line. Heute geht es ums Thema Fernsehen. Wir schauen gemeinsam Fernsehen und das muss nicht immer so verwirrend sein wie gerade eben mit dem Piet. Sacco, 22 aus Neubrandenburg. Ja. Du heißt wirklich Sacco? Ja, also schon, ja. Also ist ja ein Spitzname, ne? Ja, schon, aber seit ich 6 bin, nenne ich mich so mit meinem richtigen Namen. Sprich, weil du irgendwie Nachnamen Sakikowski heißt oder so. Nee, Sarkowski. Sarkowski. Ja, deswegen heißt du Sacco. Halt, ne? Sacco, ja. wie Michael Jackson quasi, nur halt mit S vorne. Der hat sich ja Sacco nennen lassen. Ja. Sacco, auch wir haben so eine leichte Verzögerung. Es kann auch sein, dass mein Gehirn heute nicht richtig funktioniert. Nee, wir haben eine leichte Verzögerung. So, ich habe ja noch Internet an und da läuft ja noch der Sender und so. Nee, aber du musst am besten mich übers Telefon hören. Ja, machen wir so. Dann gehe ich weiter weg. Ja. Weil wir haben ja eigentlich gerade so PlayStation 3 gespielt und so. Oh, was gibt's denn? Was spielt ihr denn? Na, wir spielen so so wie bei The Wii, so mit Bewegen und Ausmalen und Tanzen und so eine Scherze. Was? Na, ich guck mal, wie das Spiel heißt. Warte. Start a Party. Start a Party, habe ich noch nie gehört. Ist das so wie SingStar? Ja, so wie SingStar, bloß dann eben mit Ausmalen und uns. Mhm. Oh, das ist doch schön. Und so, du willst mit mir über Two and a Half Men reden? Ja. Endlich mal jemand, den ich mit dem ich rede, der diese Serie guckt. An mir geht es voll vorbei. Ich habe es mal versucht, aber habe es nicht ausgehalten, weil ich dieses ekelhafte Gelachen nicht aus ertragen kann. Welches ekelhafte Gelache, das hast du dann? Das wird bei Two and a Half Men entweder drunter gelegt oder wird da irgendwie echt gelacht, aber auf jeden Fall nervt es kolossal. Ja, aber nicht so schlimm wie bei Eine schrecklich nette Familie. Exakt genauso schlimm nervt es. Hallo, ja, also. Was ist da hinten? Eure örtliche Wehrsportgruppe ruft rein oder was ist? Hallo, Neubrandenburg. Was ist wer hat im Hintergrund was gerufen? Na, das war ein Arbeitskollege von mir. Also wir sitzen hier zu dritt und spielen. Immerhin habt ihr Arbeit in Neubrandenburg. Immerhin habt ihr Arbeit. Ja, mehr als genug. Also, ich grüße an dieser Stelle übrigens meine Tante Gisela und meine Tante Jutta in Neubrandenburg. Ah, auch Verwandtschaft in Neubrandenburg. Absolut. Jeder sollte Verwandtschaft in Neubrandenburg haben. Das sehe ich genauso. Ja, Neubrandenburg ist ein schönes Fleckchen. Ich habe mal residiert in diesem Hotel in der Mitte von eurer Stadt gegenüber von eurem Kulturhaus. Wie heißt denn das? Radisson. Im Radisson habe ich mal 3 Tage übernachtet. War sehr schön, war sehr, sehr schön. Ja, ist auf jeden Fall so. Man muss nur abends ein bisschen aufpassen in der Stadt, weil es ist wenig los. Und wenn einer rumläuft, dann halt mit einem Baseballschläger in der Tasche und so, ne? Nee, ach, so schlimm ist das nicht. Es ist zwar wild, aber so schlimm nun doch nicht. Aber ihr habt Wegzug. Also bei euch bleiben nicht so viele Leute. Und besonders Mädels hauen ab, oder? Ja, leider. Leider, leider. Männerüberschuss. Männer im Überschuss, das stimmt wohl. Aber man macht das Beste draus. Passt ja irgendwie zu Two and a Half Men. Was wolltest du denn eigentlich sagen? Ja, nee, mir wurde gesagt, ein Thema als Fernsehen und Two and a genau. Half Men. Also finde ich super in Ordnung. Du schaust gerne Two and a Half. Dann erklär doch mal ganz kurz, was fasziniert dich an dieser Serie? Ich habe da keinen Zugang zu, aber ich lass mich da gerne bekehren. Was findest du denn so gut daran? Na, Charlie Sheen direkt. Also ist ja Idol für alle Männer. Also was der nicht alles klar macht, na, Happy Birthday. Wieso? Du findest... Also, was? So, der hat ja jedes Wochenende eine andere und man kann nicht klagen, also... Ja, der hat nicht nur jedes Wochenende eine andere, der hat alle 3 Stunden eine andere und ich meine, der ist voll auf Droge und stand letztens mit einer Machete auf dem Balkon bei sich. Das kennt man normalerweise nur aus irgendwelchen Plattenbausiedlungen in Rostock-Lichtenhagen. Weißt du, dass Leute mit Macheten auf Balkon stehen und da wirre Sachen runterbrüllen? Ja, das ist sehr wild. Ich habe auch letztens ein sehr lustiges Video, nachdem das mit der Machete war, bei YouTube gefunden, wo er dann so in Uniform und so in so einem dicken Van mit einer Tussi und noch einem Kerl sitzt und dann da zum Krieg aufruft und so. Ja, völlig also, durchgeknallt. Der Typ ist völlig durch. Aber ich glaube, der kriegt ich glaube 2 Millionen Euro pro Two and a Half Man Folge. Da drehst du natürlich irgendwann durch. Also ist ja wirklich derart leicht verdientes Geld. Ja, schon. Ne? Und wer will das nicht? Ne? Also. Ja, aber willst du das wirklich? Ich meine, der ist einfach total durchgeknallt. Und bis zu einem gewissen Punkt. Ohne Drogen schon, aber ansonsten kann man schon nicht klagen. Ja. Naja.
Naja gut, du hast mich nicht begeistern können für Two and a Half Men, aber du hast auch nicht so richtig versucht. Sakko, grüß mir deine Jungs im Hintergrund, die sollen nicht so rumbrüllen. Bitte spielt keine Gewaltspiele auf der PlayStation 3, denn das ist schlecht. Nee, ach, wir gehen gleich noch feiern, wir gehen gleich noch in die Rumpelkammer und dann... Bei Gewaltspielen sinkt die Hemmschwelle und ihr... Was ist da los? Ja, Weiber wollen so eine Rumpelkammer haben, ihr sollt einen Aufruf starten. Ja, ihr wollt Weiber haben, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Art und Weise, Weiber kennenzulernen. Wenn man schon mal sagt, wir wollen Weiber haben. Da werden sicherlich Millionen Mädchen begeistert, verzückt die wunderschönen Augen aufschlagen und sagen, Mensch, wer uns Weiber nennt, den besuchen wir mal. Und vielleicht machen wir auch Soft- oder Heavy-Petting. Da kommt doch keiner mit so einer Einstellung. Ach so. Ihr müsst sowas sagen wie, Ladies Night, heute gibt's Erdbeersekt umsonst und danach gehen wir noch schön Dirty Dancing gucken oder so. Ja, oder selbst das ist, glaube ich, oder irgendeinen anderen Tanzfilm. Nur bei einer gewissen Zielgruppe. Black Swan, sehr angesagt. Ist übrigens ein sehr toller Film. Ja, habe ich auch gesehen. In Neubrandenburg? In Neubrandenburg. Wird man da nicht sofort, wenn man da rausläuft, verprügelt von irgendwelchen Neonazis, weil sie einen für schwul halten? Nee, ach, so schlimm ist es denn nicht. So. Außerdem, Neonazis ist eh nicht so in Neubrandenburg, muss ich sagen. Wieso? Nee, also ich habe bisher noch keine kennengelernt hier. Ach so, ja, kennengelernt nicht, aber ich bin damals, als ich da diese 3 Tage in Neubrandenburg war, doch einigen begegnet. Aber ja, man muss natürlich eine Lanze brechen für Neubrandenburg. Also 80% meiner Familie leben da, ne? Und es gibt einen wunderschönen See, wie heißt der nochmal? Toilettensee und Reitbahnsee. Genau, ganz toll. Mit der Skianlage und Toilettensee halt der große, ne? Fantastische Bademöglichkeiten, so ein richtig schöner Strand. Und eine tolle Stadt einfach, super schön. Da kann in Westdeutschland sich man wirklich eine Scheibe von abschneiden, so schön ist das da. Ja, Neubrandenburg ist eine schöne Stadt, weil sie 4 Tore hat, so ist das. Ja, absolut. Und liegt in welchem Bundesland? Na? Na, in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, genau. Aber du kommst ja aus Neubrandenburg, deswegen dürftest du es eigentlich wissen. Gut, mein Lieber. Ja. Ciao. Ciao. Bye, bye. Das war der Sakko aus Neubrandenburg und seine Jungs an der PlayStation, die Weiber haben wollen. Das wird bestimmt was heute Abend noch, ich bin mir ganz sicher. 0880 5x5 ist die Lateline. Ich stehe mal auf. Steh mal auf hier. So, ein bisschen mal bewegen. Denn wir reden heute über das Thema Fernsehen. Wir seppen gemeinsam, wir schauen gemeinsam Fernsehen. Oder wir reden über das Fernsehen, über eure Lieblingssendungen, eure Hasssendungen. Gerne über Markus Lanz und Karl Lagerfeld. Gerne aber auch über Kerner, über TV Total, das RTL Nachtjournal oder N24. Ein Sender, der sich in den letzten Tagen gerade im Rahmen dieser Katastrophe, der schrecklichen Katastrophe in Japan, erstaunlich hervorgetan hat durch eigentlich ganz okay Berichterstattung. Oder was meinst du, Lars aus Hamburg? Ja, hi. Du kommst aus Harburg und nicht aus Hamburg, ne? Ja, richtig, genau. Ja, Harburg. Aber man, als Harburger darf man natürlich eigentlich nicht mit Hamburg angesprochen werden. Das ist nicht auch so gerne. Doch, eigentlich gerne. Ist ja beides eine schöne Stadt. Also. Ja, aber Harburg ist ja noch nicht so lange bei Hamburg, ne? Ja, gut, das stimmt. Nein, also ich muss ganz ehrlich mal dazu sagen, jetzt da was abgeht da in Japan, das ist ja wirklich, also Katastrophe, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich habe heute bei Spiegel Online an diesem Schieberegler, wo man angeben konnte, was passiert, wenn deutsche Atomkraftwerke explodieren und dann irgendwelche Umkreise darum verstrahlt sind, habe ich mal auf 80 Kilometer geschoben und dann sieht das ganz düster aus für Hamburg da oben, ne? Ihr habt einige. Ja, natürlich, das sowieso. Ich meine, gut, so eine Angst habe ich jetzt nicht, weil ich meine, so krass kann das eigentlich hier so... Naja, das haben in kürzester Zeit nicht passieren, sage ich mal. Das haben die in Japan auch bis vor 6 Tagen gedacht, dass man da nicht sich keine Sorgen machen muss. Nein, aber gut, ich meine, die hatten wirklich, also ich sage jetzt mal ganz, darf man das sagen, auf Deutsch gesagt, echt die Arschkarte. Ich meine, die haben ja alles, was geht, echt aufeinander gekriegt. Da ist ja erstmal also das Erdbeben allgemein, dann der Tsunami danach. Die Brände und was da alles in die Luft geflogen ist. Also und dann auch noch dieses Atomkraftwerk, ne? Ja, eben. Also das ist ja ehrlich Katastrophe pur. Und ich verfolge das jetzt seit 3 Tagen, weil ich ja nur leider auch die Zeit dazu habe im Moment. Also es ist Wahnsinn. Was da abgeht, das ist echt verrückt. Was heißt denn, weil du die Zeit dazu hast du dir den Bein gebrochen oder so? Nein, im Moment bin ich ja anders pausiert. Ich habe Urlaub jetzt noch die Woche. Mhm. Und habe das dann, also wie gesagt, da fehlen mir einfach die Worte, weil da macht man sich jetzt schon Gedanken drüber und das ist schon krass. Mhm. Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. So, und bei Markus Lanz muss ich übrigens sagen, du hast ja vorhin gesagt, so Lagerfelds Haare, ob das echt ist oder nicht. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass die eigentlich echt sind. Eigentlich echt, also du bist der Meinung, dass die echt sind? Ja, also ich denke schon, ja. Mhm. Aber bei so richtig guten, sagen wir mal, Fifis, da siehst du es natürlich nicht, ne? Nee, klar. Oh,
Oh, es gibt eine neue Sendung mit Klaus Strunz. Das Für und das Wider. Mein Versprechen an Sie. Starke Positionen, spannende Duelle und eine Abstimmung mit klaren Ergebnissen. 1 gegen 1 ab Montag um 23.30 Uhr in Sat.1. 1 gegen 1 mit Klaus Strunz, dem, ich glaube, mittlerweile Chefredakteur der Hamburger Morgenpost, ne? Ja, doch, das stimmt. Ist er von der Mopo Chefredakteur? Hängt doch zusammen mit Bild, glaube ich auch, ne? Klaus Strunz, komm her. Gib Gas, Wikipedia, Hamburger Abendblatt, Entschuldigung, nicht Mopo, so. Hamburger Abendblatt, Entschuldigung, okay. Klaus Strunz. Er hat okay. Was Roboterhaftes, er hat gerade so ein bisschen so, Klaus, hallo, schalten Sie ein, Sat.1, 1 gegen 1, mit Klaus Strunz, ich bin kein Fernsehmoderator, aber ich habe Zeitungskompetenz. Und hast du auch N24, wo du schon jetzt so viel Urlaub hast, verfolgt in den letzten Tagen? Ja, natürlich, klar. Also intensiv sogar, bin ich ganz ehrlich. Wie gefällt dir das denn? Also die haben ja so ein neues Design und das sieht ja echt ganz gut aus, ne? Also meinst du jetzt allgemein jetzt von N24 das Logo und alles? Erstmal, also wir kümmern uns erstmal nicht um den Inhalt, sondern einfach mal erstmal ums Äußere. Ja, doch, natürlich. Die haben sich natürlich gemacht, ne? Das sieht echt gut aus, nicht mehr so billig wie früher. Also ich muss sagen, die haben sich etabliert. Ich meine, die waren ja, ich sag jetzt mal ganz ehrlich, wie lange gibt's die jetzt? Lass mich lügen, 10 Jahre? Bestimmt, ja. Ja, so, und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die jetzt vor 5 Jahren N24 jetzt nicht fragen können, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Aber heutzutage, nee, natürlich, haben sie sich gemacht. Also, wie gesagt, da sind immer die besten Informationen auch drin, kann man ja nicht abstreiten. Die haben ja wirklich jede Stunde immer die Nachrichten, alles, was neu passiert und was nicht. Ja, und ich finde, also das ist nicht so ganz richtig, finde ich zumindest, aber ich finde, sie sehen auf jeden Fall 30 Mal besser aus als NTV. Also da habe ich wirklich ganz gruselige Szenen schon gesehen. Ja, klar. Die Kirsche auf dem Sahnehäubchen des schlechten Geschmacks war, als die vor 2 Tagen, glaube ich, bei NTV 2 Moderatorinnen hatten. Eine sah so ein bisschen aus wie die Schwester von Michael Jackson und die andere ist diese Annette ... die ab und zu das RTL-Nachtjournal moderiert. Ja, nee, also NTV verfolge ich schon gar nicht mehr, weil das ist mir, ja weiß nicht, ein bisschen suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, weil was da jetzt, also, wie gesagt, wie du das schon selber sagst, da wird viel gezeigt. Meines Erachtens auch ein bisschen zu viel. Also N24, muss ich ganz ehrlich sagen, verfolge ich wirklich immer gerne. Ja. Auch alleine schon wegen den ganzen Dokumentationen. Absolut, der größten Bagger und die geilsten Atomkraftwerke so toll sieht es aus, wenn Gebäude gesprengt werden. Das verschafft uns Männer natürlich audiovisuelle Befriedigung, muss man ganz klar so sagen. Ja, ein bisschen was Mächtiges, ne? So. Es geht immer um große Gebäude, immer wird irgendwas gesprengt, immer wird irgendwas geschossen, Bagger und Hitler. Was wäre N24 nachts ohne Hitler? Ach Gott, ja. Ja, ist halt so. Ich meine, er ist nach wie vor ein riesen Quotenbringer, muss man schon so sagen. Ja, natürlich. Ich meine, wir können jetzt mittlerweile schon längst nicht mehr dafür... Ne, als Deutsche sage ich absolut mal ganz nicht. Ehrlich. Aber die Spiegeltitelblätter mit Hitler vorne drauf oder irgendwelchen Nazis gehen immer voll ab und deswegen bringen sie es halt, weil es natürlich die Faszination des Bösen, ne? Das fasziniert. Das Böse herrscht und naja. Genau. Nee, muss nicht sein. Lars, das schön, dass du angerufen hast. Ich möchte jetzt gleich mit Gernot aus Kalf, eine Zeitreise in die 60er Jahre machen, fernsehmäßig. Deswegen verabschiede ich mich von dir. Dir noch eine schöne Nacht. Vielen Dank, dass wir gesprochen haben. Ja, gerne wieder. Ne? Ganz lieb und dann wünsche ich euch auch beiden noch viel Spaß. Danke, tschüss. Alles klar, ciao. Tschüss, 0880 5x5. Das Thema heute Nacht, wenn es ein bisschen durcheinander für euch klingt. Es ist auch ein bisschen durcheinander, denn es geht ums Thema Fernsehen und wir seppen hier von Kanal zu Kanal und eure Meinungen, eure Lieblingssendungen und so gerne durchgeben und wir können auch gemeinsam Fernsehen gucken. Das ist technisch alles mittlerweile hier machbar. Wir haben einen Fernseher hier ins Saarland bekommen. Es ist der einzige Fernseher, der im Saarland steht. Die Kinder unten im Dorf kommen ab und zu mal hier hoch zu mir auf den Weinberg und drücken sich die kleinen verwachsenen Nasen an der Fensterscheibe platt, um mal ein Bild zu erhaschen vom Fernseher. Aber natürlich drehe ich den weg, weil wenn man die Saarländer mit Fernsehbildern konfrontieren würde, da würden die schlagartig 300 Jahre technische Entwicklung aufholen. Das ist für so ein saarländisches Gehirn nicht einfach zu verkraften. Deswegen bitte halte das geheim, dass ich einen Fernseher habe und hier im Saarland sitze. Gernot, jetzt bist du aber da, ne? Hier bin ich schon. Du bist aus Kalf? Bei Kalf. Ein kleines Dörfchen. Mhm. Allerdings mit Antenne für einen Empfang von Fernsehsendungen. Allerdings kann ich nicht zappen, sondern ich nehme das vielleicht mal gerade wörtlich aus der Vergangenheit, aus der Serie Raumpatrouille, Raumschiff Orion, Commander McLean. Mhm. Da gab es immer so die Ankündigung des Commanders Rückstoß zur Erde mit dem Raumschiff. Mhm.
Jetzt muss ich einen Rückstoß machen in die Vergangenheit. Allerdings, der Rückstoß ist sehr groß, da ich jetzt bestimmt, glaube 15 Jahre nicht mehr fernsehe ungefähr. Ich habe allerdings noch etwas in Erinnerung, so zwischenzeitlich, als ich zum Fernsehen ja gezwungen wurde, wenn ich zu Besuch war bei Bekannten. Also ich habe noch in Erinnerung, ich kannte den Kerner noch mit seinen biologischen Richtmikrofonen. Also der Jägersmann sagt Lauscher. Und Lagerfeld zeichnet sich mir deutlich ab als Pummel. Er war fett. Ja, also der Zwirn schwellte richtig. Die Silhouette war die des Michelin-Männchens auf den LKW. Er war fett. Er hat aber abgenommen. Er hat ja auch schwarzes Haar. Er schien wie ein, ich weiß nicht, kennst du das Tier? Es lebt auf Tasmanien, der tasmanische Teufel. Ja, das sagt mir was. Also so ähnlich sah er aus, allerdings zivilisiert. Klar. Es bringt auch ohnehin manchen Zauber, was er darstellte, ein angebliches Schloss, in dem er aufwuchs. Es war wohl eher ein Vorhängeschloss. Ja. Er hat es vorgegeben, also insofern ist es ein Vorhängeschloss. Ja. Das sind so die Gesichter, an die ich mich erinnere, in der Zeit, in der du auch das Fernsehen schon genießen durftest. Absolut. Du bist ein bisschen älter als ich. Ich bin 30 Jahre alt. Du bist sage und schreibe 23 Jahre älter. Also ja, 53 Jahre. Bald 24 Jahre. Es dauert nicht mehr lange. Und wann hast du denn deinen Jubeltag? Ach je. Jetzt müssen wir darauf zurückkommen. Jetzt mit dieser, war nicht vorhin was mit irgendwelchen seherischen Fähigkeiten und mit Astrologie. Ja, warte. Das war doch dieser, lass mich kurz. Aber es war ja, ich aller Ehren, also ich möchte dich loben. Es gibt hier ein Warncross, also wohl ein Warnkreuz. Ja. Ein Warncross. Und es ist so. Also dieser göttliche Strahl seherischen Glanzes, der flutet zwar wohl aus Dortmund, aber der Verkünder, der mündet ihn jedoch eher am Hieranus. Gernot. Ja. Höre, was Daniel Kreibig uns sagt. Ja. Astro TV Daniel, er trinkt gerade ein etwas, was aussieht wie Mittelstrahl, Urin. Und er guckt uns an. Das war jetzt mal wieder ein richtiger Mann, der hat sich getraut. Und da sollten sich die anderen Männer auch ein Beispiel nehmen. Ist das ein Mann, der gerade spricht? Männer haben Karma, ja. Auch Männer haben Karma, das stimmt. Viele Männer in der Mitte strahlenderweise, oder? Männer haben Karma. Zieht man das aus der Mitte im Strahl, oder wie ist das? Karma kommt aus der Mitte im Strahl heraus. Das denke ich doch auch. Aber wie kann er damit umgehen im nächsten Leben? Nimmt er ihm das Karma mal kurz ab und packt es in den Sack? Gernot, wir müssen kurz Daniel Kreibig lauschen. Ja? Sobald es lebendig wird, sobald die Seele inkarniert, kann es Karma aus dem Vorleben mitgenommen haben. Aha. Wenn die Seele inkarniert, kann es Karma aus dem Vorleben mitgenommen haben. Ja, nein, es muss zwingenderweise, sonst kennt der Bursche den Karma-Begriff nicht. Karma ist nicht der Sportwagen aus Wolfsburg, der Karma-Gia. Karma-Chameleon. Ja, das war wunderbar, der Bursche, der Knabe Georg. Boy George, ja, er hat aber dann leider den großen Abstieg vollführt. Kernermäßig ist er abgesemmelt. Auch du kannst Karma haben, auch dich kann es treffen. Bekommt hast du das gehört? Bekommen das als Dosis oder absolut? Karma, meinst du? Ja. Karma, das bekommt man, ich weiß nicht, im Reformhaus, glaube ich, oder? Aber ich glaube doch, ist nicht rezeptpflichtig, oder? Karma ist noch nicht rezeptpflichtig, aber wird auch nicht von den Kassen bezahlt. Ja, aber bestimmt hochpotenziert, bestimmt dreimal geschüttelt auf Leder. Ja. Gernot, ganz kurz, mal den Burschen ganz schnell rausdringen. Ich kann die Stimme nicht mehr ertragen. Ja, Gernot, wir müssen gucken, dass unser Gespräch in seiner Ziellosigkeit natürlich eigentlich schon ein Ziel an sich selbst, dass unser Gespräch aber trotzdem irgendwo mündet. Ja, natürlich. Und zwar irgendwo wo es Gutes tut. Ja, schnell. Ja, genau. Also, was natürlich früher wunderbar war in den 60er Jahren, das Wetter war immer trübe hier beim Schwarzwald und da sind wir als Kinder bei der unglaublich spröden Auswahl ab 17 Uhr vom Fernseher gesessen und die Auswahl war also
extrem enttäuschend. Mhm. Man musste sich da Kindersendungen anschauen, die waren nur geeignet für die Leute, die sportlich vielleicht ja nicht so den großen Kick bei den Mädchen brachten, kann ich mir vorstellen, oder dann die Knaben, die Mädchen vielleicht auch, die sehr zielstrebig waren und unbedingt aufs Gymnasium wollten, obwohl die Eltern eben aus dem Proletariat stammten. Aha. Jetzt kamen da natürlich Quiz-Sendungen. Das war so die kleine Testnummer, auch für die Eltern, die dann beiwohnen durften. Und dann gab es im Hintergrund einen Herrn, der sah aus wirklich wie der transsilvanische Oberrichter. Da hieß es immer, fragen Sie Herrn Schemitz. Und der Mann saß schon wie eine Spinne da hinten und jeder musste sich seinem Urteil beugen. Also es hört sich zuerst mal nicht sehr schön an, ja. Aber dann kam natürlich das große Aufleben. Plötzlich tauchte da eine Sendung auf, noch in Schwarz-Weiß, sobald ich mich entsinne. Beat Club. Beat Club mit Uschi Nerke. Uschi Nerke, eine Radio Bremen Moderatorin. Ich habe sie selbst öfter schon persönlich auf dem Gang gesehen bei Radio Bremen zu meiner Zeit, als ich da noch regelmäßig gearbeitet habe. Immer noch eine strahlende Schönheit. An ihr ist die Zeit wirklich fast spurlos vorbeigegangen, muss man sagen. Sie sieht wirklich noch top aus. Ja, und vor allem, sie hat Checkheft gepflegt. Das war die erste mit strammen Höschen und knappem Oberteil. Und die sah sexy aus und hat coole Bands anmoderiert. Gerd Augustin hat auch moderiert eine Zeit lang. Der DJ, der macht heute noch, glaube ich, immer noch im offenen Kanal Bremen so eine Show. Zumindest habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Und hört. Jimi Hendrix hat auch mal einen Auftritt da drin. Absolut, nicht nur der. Ich glaube, also alle, die was auf sich hielten, hatten damals im Beatclub von Radio Bremen, Regisseur Michael Leckebusch. Richtig. Hatten damals einen Auftritt da. Hör mal, also das ist natürlich das Aushängeschild von Radio Bremen. Da bist du mal bei mir an der richtigen Adresse. Alle Sendungen, die Radio Bremen richtig Quote und rumgebracht haben, die wurden das natürlich zu Beginn des Volontariats ins Gesicht tätowiert, ne, damit wir es nie vergessen. Ja, und das war natürlich auch bei uns Kindern oder Jugendlichen, war das so ein richtiger heller Stich mit einem Strahl ins Hirn. Ja. Man konnte das noch nicht richtig fassen. Ja. Allerdings, es war in diesen Jahren tatsächlich unglaublich viel. Ein paar Jahre später, dann kam der Film 69, war es Easy Rider. Dann kam die große Schwappe herüber. Das war eine Zeit, die man kann es kaum beschreiben. In Worte kann man es nicht leiden. Keine schöne Zeit, amerikanische Serie. Wir müssen Schluss machen. Ja. Und zwar Folgendes: Daniel Kreibich möchte mir was sagen und da sollst du nicht mit dabei sein. Schön, dass du angerufen hast. Gut. Gruß in Schwarzwald. Bis bald, ne? Okay. Bye bye. Tschüss. Manchmal muss man es hart machen, aber es geht nun mal nicht anders. Ich muss da keine Angst haben. So eine Karma-Ablösung ist was ganz Normales. Da sagt der Daniel Kreibich das Richtige und wir kommen jetzt von der Karma-Ablösung zur Karma-Ablösung. Das Karma wurde abgelöst, Gernots Karma ist weg und das Karma von Stefan aus Rostock ist da. Hallo Stefan. Ja, hallo. Hi. Na, wie geht's? Ja, gut. Du hast so einen Witz im Hals. Du hast so ein richtiger Witz sitzt hier im Hals, so ein Witz, der raus will, ne? Ja, selbstverständlich. Also ich bin immer ein witziger Mensch. Aus Rostock kommst du. Kommst du nicht aus Rostock-Lichtenhagen, oder? Nein. Aus welchem Stadtteil von Rostock kommst du? Lüdenklein. Ach, guck mal. Und bist du öfter mal in Warnemünde? Ja, relativ oft im Sommer, ne? Ja, da geht man natürlich hin. Ich liebe ja diesen Rostocker Dialekt. Das ist so leicht hamburgisch, aber irgendwas ist anders. Also ihr zieht die Vokale anders. Ja, weiß ich nicht. Ich fahre so selten nach Hamburg. Also. Ja, es klingt norddeutsch, aber irgendwie auch nicht. Es ist ganz eigentümlich. Mag sein. 40 Jahre lang hinter der Mauer weggesperrt gewesen und jetzt kommt dieser Dialekt zurück nach Deutschland. Wenigstens etwas Gutes hatte ja die Wende, ne? Absolut. Was schaust du denn am liebsten im Westfernsehen? Am liebsten gar nichts. Das Fernsehprogramm ist doch voll für den Arsch. Warum? Warum schaust du nichts? Weil das doch Mist ist. Wenn ich tagsüber durchseppe, sag ich mal, ne? Ja, warum seppst du erstmal tagsüber? Musst du nicht arbeiten? Ich habe Nachtschicht. Oh, was arbeitest du? Ich arbeite in einer Sicherheitsfirma. Aha! Du schleichst um Häuser und mit so einer Mac-Light im Anschlag und wenn da einer kommt, dann leuchtest du den an. Richtig. Aha. Ja. So, und dann laufe ich weg. Und dann läufst du weg, weil er meistens schneller und stärker ist als du. Außerdem, darfst du Waffe tragen oder nicht? Nein, natürlich nicht. Was heißt denn natürlich nicht? Das ist doch verboten. Darfst du doch nichts. Wir sind ja nicht die Polizei, ne? Das stimmt. So, und du bist also fernsehfrustriert. Ein ja. Fernsehfrustrierter. Richtig.
weil es läuft den ganzen Tag, 7 Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr nur Scheiße. Aber welche Sender guckst du denn? Na, alles Mögliche. Das fängt bei Sat1 an und hört irgendwo bei Kabel 1 wieder auf. Ja, aber warum guckst du denn nicht mal vernünftige Sender? Es gibt ja auch Sender, die was Vernünftiges bringen. Jetzt nenn mir doch mal einen. Zum Beispiel ZDF Kultur. Ja, dann müsste man den Sender auch empfangen. Ja, hast du nicht DVB-T? Nee. Was hast du denn? Der Kabelanschluss. Ja, aber dann hast du es auch. Nein, habe ich. Du musst einmal einen neuen Suchlauf machen oder ZDF Neo oder Dreisat ist auch ein toller Sender. Phoenix ist auch manchmal ganz lustig. Ja, Phoenix geht, da habe ich neulich erst so eine schöne Reportage gesehen. Ja, es gibt abends immer gute Dokus und Reportagen, die sind wirklich sehr gut. Na, wie schon gesagt, abends arbeite ich meistens. Ja, okay, da hast du recht, Oh ja, also du bist unzufrieden. Weißt du, aber ich meine, immerhin hast du einen Fernseher. Wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann sind es Leute, die sagen, ich habe keinen Fernseher und ich hasse Fernsehgucken. Ja, das ist natürlich was vollkommen anderes, ne? Ja, das geht wirklich. Das ist genauso, wie man sagt, ich lese keine Bücher, ich hasse Bücher. Ich lese auch Bücher. Das Medium Fernsehen ist ja an sich nicht schlecht. Es kommt halt manchmal viel Rotz. Aber auch das ist ja toll. Da kann man ja auch irgendwie sich auf eine Metaebene flüchten. Zum Beispiel bei Daniel Kreibig hier. Guck mal. Warte. Ja, ich sehe schon, du hast auch 2 Carmen. Jetzt kommen alle durch, die was immer 2 haben anscheinend. Du hast ein Finanzkarma und ein Vitalitätskarma. Das hat er jetzt einfach so empfangen von irgendwem, von der Karma-Ablösung. Der Typ ist doch schwul, oder was? Das weiß man nicht. Ist das nicht egal? Hauptsache, er sagt die richtige Wahrheit voraus. Solche Sendungen sollten verboten werden. Warum? Das ist doch nur Geldabschneiderei. Das gibt mir so viel. Echt jetzt? Zum komischen. Das Haus und jetzt noch das letzte Vitalitätskarma, damit du auch wieder zu neuer Lebensenergie und Lebenskraft auch kommen kannst, ja? Guck mal, der Daniel Kreibig hat schlimme Haut, ist vermutlich, sexuell nicht immer, geradlinig verlaufen während der Pubertät. Er ist Brillenträger, er hat einen Sprachfehler und trotzdem hat er es geschafft, ins Fernsehen zu kommen und damit Geld zu verdienen. Und das ist doch irgendwie, ist das nicht ein positives Signal für den Medienstandort Deutschland und für alle Menschen da draußen, die auch so kleine Fehlerchen haben, dass man es trotzdem schaffen kann? Ich weiß nicht, ob das so positiv ist für Deutschland. Und wenn auch nur, solche Menschen im Fernsehen sind. Naja, und wenn auch nur nach Dortmund zu Astro TV. Aber es ist, weißt du, viele Leute sitzen jetzt gerade so bei der Late Line hörend, weinend im Radio, versuchen sich zu trösten mit dieser Sendung. Und für die ist es doch echt erbauend, dass man das wirklich auch mit Sprachfehler und allem, was eigentlich schief gehen kann, trotzdem zu was bringen kann. Das ist natürlich sehr positiv, ne? Aber muss es denn gerade im Fernsehen sein? Ja, wo denn sonst? Es gibt doch genug andere Berufe. Ja, aber da könnten sie doch nur Schaden anrichten. Im Fernsehen passiert ja nichts. Ja, das weiß ich nicht. Also, man munkelt. Man munkelt, dass Fernsehen Schaden anrichtet. So, ich möchte mit der Lilly reden. Die kommt aus Hamburg und die scharrt schon mit den Hufen. Aber Stefan, lieb, dass du angerufen hast. Eindeutig. Noch viel Spaß, ne? Ebenso. Tschüss. Tschüss. Lilly ist 18 Jahre alt und sie hat angerufen über den 0800 80 5x5. Das könnt ihr auch tun, wenn ihr reden wollt übers Fernsehen. Und da spricht der Führer, aber synchronisiert über Extra 3. Feste Nahrung leisten. Extra 3 im Norddeutschen Rundfunk. Eine sehr gute Sendung. Und jetzt geben sie auch noch den Geldgeilenkrieg. Ist nicht der echte Führer. Das ist ein Comedy-Führer. Das ist jetzt sehr angesagt seit 20 Jahren, dass man sich lustig macht über Hitler. Vielleicht auch schon ein bisschen länger angesagt. Seit 1945 ist es angesagt. Also zumindest wieder erlaubt und etwas später auch war es angesagt. Lilly. Ja, guten Tag. Hast du schon mal einen Witz über Adolf Hitler gemacht? Ja. Muss man aufpassen, weil das kann einem dann schnell so ausgelegt werden, als würde man seine Verbrechen verharmlosen. Was man natürlich damit nicht tut. Das sind ja eigentlich 2 verschiedene Paar Schuhe, ne? Ja. Lass uns über Hitler reden, das zieht die Stimmung runter. Du willst über was anderes reden. Genau. Nämlich? Über die Serie Scrubs. Ach, die Ärzte-Serie Scrubs läuft bei ProSieben mit, genau. Wie heißt er nochmal, Zack? Bruff. Genau. Ja, und zwar, ja, ich gucke die eigentlich ja jeden Tag fast. Mhm. Und wir haben eigentlich so gut wie alle Staffeln auf DVD. Mhm. Mittlerweile ist dann ja jetzt, kommt im Fernsehen, wird ja dann die neue Staffel ausgestrahlt schon. Mhm. Und keine Ahnung, irgendwie finde ich die jetzt mittlerweile schon irgendwie doof,
weil dieser Zach Braff dann ja nicht mehr mitspielt. Ja, genau, der ist irgendwann ausgestiegen, ne, weil er keinen Bock mehr hatte. Genau. Ja, ich finde auch, also die meisten Serien hält man so bis Staffel 4 durch und danach knickt es manchmal ein oder meistens ein. Ganz große Enttäuschung war bei mir Lost, wo ich wirklich wirklich monatelang das Zeug mir auf DVD reingezogen habe und immer gehofft habe, es kommt die große Auflösung. Und am Ende haben die mich so lange hingehalten, dass ich gar keinen Bock mehr hatte, auf das Ende zu warten. Ja, das kenne ich auch bei anderen Serien noch, ja. Ja, was ich gerade ganz gerne schaue, ist Mad Men. Hast du da schon mal was von gehört? Ja, gehört schon, aber selber kommt durch das nicht. Es geht um die Werberszene in New York in den 60er Jahren. Und es ist wirklich also etwas gewöhnungsbedürftige Ästhetik und auch so langsam, wenn man heutige Serien so kennt, also 24, da passiert so viel, aber bei Mad Men passiert relativ wenig, aber es ist echt eine tolle Serie. Oh, guck mal, Kurt Krömer hat einen Vollbart. Hast du es gesehen? Im ersten deutschen Fernsehen? Nee, ich habe leider gerade keinen Fernseher. Kurt Krömer ist wieder zurück aus seiner, ich sag mal, Kreativpause, hat einen Vollbart und zwar nicht irgendeinen so hingeklatscht, sondern richtig einer, wo er sich den Hals auch rasiert hat, also ein absichtlicher Vollbart. Es gibt einen versehentlichen Vollbart. Lilly, merkt ihr das? Das ist quasi, wenn man einfach stehen lässt, den Bart, und einfach alles wachsen lässt, auch diese fisseligen Scheißhaare am Hals. Und dann gibt es diesen absichtlichen Vollbart. Da muss man sich dann richtig Mühe geben. Der muss dann richtig auf Kante und so. Und dann rasiert man sich den Hals. Und Kurt Krömer hat sich einen absichtlichen Vollbart stehen lassen. Ah, naja. Und es wird geraucht im ersten deutschen Fernsehen. Wie findest du das denn? Ja, eigentlich finde ich Rauchen an sich sowieso schwachsinnig. Tom Schilling, Peter Lohmeier und Kurt Krömer sitzen rauchend im ersten deutschen Fernsehen. Ja, das ist sehr schön. Also, nee, ja, was? Hallo? Hallo, Lilly? Ja? Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, entschuldige, ich habe dich aber unterbrochen. Du wolltest weiter von Scrubs schwärmen oder wollten wir über Serien reden oder was war? Oder wollten wir einfach aufhören zu telefonieren? Ich weiß es gar nicht mehr, was war. Ich eigentlich auch nicht wirklich. Was hast du denn so für Hobbys? Ich Hobbys. Musik hören eigentlich, ja. Was ist deine Lieblingsband? Meine Lieblingsband ist unter anderem, ja, naja, ist keine Band, aber Katy Perry. Katy Perry? Ja. Do you ever feel like a plastic bag? Ist genau. Ist eine Textzeile von Katy Perry. Wie findest du das neue, ja, die neue Single E.T.? Ja, also ich war am Montag auf ihrem Konzert. Oh, in Hamburg? Genau, in Hamburg. In der Colorline Arena, oder wo ist sie aufgetreten? Was? Wo ist sie aufgetreten? Das war die Alsterdorfer Sporthalle, glaube ich. Das ist aber nicht, ist es groß? Weiß ich nicht. War es voll? Ja, doch, eigentlich schon. War rappelvoll. Also, und wie war das Konzert? War viel Playback oder war alles live gesungen? Nö, das war eigentlich alles live. Ach, guck mal. Also, ich fahre da mit ein paar Freunden, mhm, und das war also ziemlich total toll eigentlich. Das war, keine Ahnung, ich war noch nicht so oft auf einem Konzert und das war ziemlich geil. Ja, das ist das schön zu hören. Ihr seid auch alleine gefahren oder mit Eltern? Nee, alleine. Gut. Schön zu hören, das ist doch eine positive Wortmeldung zum Schluss. Lilly? Ja? Ciao. Okay, tschüss. Mario aus Magdeburg. Grüß dich. 0880 5x5 ist die Telefonnummer. Wenn auch ihr euch beteiligen wollt, eine halbe Stunde könnt ihr noch. Es geht ums Thema Fernsehglotzen. Kurt Krömer hat sich jetzt eine ARD-Jacke übergezogen. Das verheißt nichts Gutes. Das letzte Mal, dass ich so eine ARD-Jacke gesehen habe, war beim großen Zapfenstreich für Karl Theodor zu Guttenberg. Und da brannte sie lichterloh, weil irgend so ein dusseliger Kameramann sich in so eine Bundeswehrfackel gedreht hat. Tja, Mario. Ja. Hast du schon mal eine brennende Jacke angehabt? Nee, noch nicht, aber das wäre eine menschliche Fackel, würde ich sagen. Ja, absolut. mein Lieber, worüber reden wir denn heute fernsehmäßig? Ja, ich würde erstmal so allgemein Fernsehen, würde ich sagen. Okay, dann schieß mal los. Weil ich bin so zurzeit auch, also ich bin gerne ein Fernsehgucker, wenn ich Zeit dafür habe. Mhm, was schaust du am liebsten? Was ich am liebsten gucke? Ja. Also, eine Zeit lang ging es ja los mit dieser Restaurantschule von Rach. Ah, die war sehr gut, ja. Ja, die war richtig klasse. Die, wie heißt immer, die Hexen, das Hexenhaus? Nee, die heiße Hexe? Das ist ja Restauranttester gewesen, aber Rach, die Kochschule, diese Restaurantschule. Ich kriege gerade eine Meldung über Lateline.de von Philipp Wolfes. Nur eine kurze Meldung. Ina Müller bei Stefan Raab.
Sekunde mal ganz kurz, wir reden gleich weiter. Ich gebe mir Mühe. Okay. Ja. So, das war's dann schon wieder fast für heute. Ach, verdammt, warum habt ihr mir zu spät Bescheid gesagt? Ina Müller bei Stefan Raab, das wär's doch gewesen. Da hätten wir doch stundenlang drüber reden können. Ja. Scheiße, jetzt ist es schon vorbei. Egal, entschuldige. Kein Problem. Also du guckst gerne Rach. Ja, also Rach und seine Reformschule war ja richtig genial mit den ganzen Auszubildenden. Mhm. Hätte ich ja am liebsten auch gerne mitgemacht, aber zu spät mitbekommen. Ach, du bist selbst Koch interessiert oder bist auf der Suche nach? Ich mache gerade eine Kochausbildung, genau. Okay, und hättest du es gerne beim Rach gemacht? Ja, also ich wollte, also nachdem ich die Sendung gesehen habe, erstmal dachte ich mir, ja, das wäre doch ideal gewesen, aber zu spät. Zu spät angemeldet. Aber, ja, aber vielleicht gibt es da noch eine Chance. Ich habe ja nur auch nachgelesen oder irgendwo gelesen, dass der jetzt nach Magdeburg irgendwas aufmachen möchte oder anfangen will. Mhm. Ja, mal gucken. Okay, was für ein Koch wirst du eines Tages? So Schnitzel aufbacken oder richtig ein richtiger Koch? Also richtiger Koch, also im à la carte Geschäft. Ah, okay. Ja, und zurzeit kann ich ja keinen Fernseher mehr gucken, aber das wird jetzt bald wieder funktionieren, hoffe ich doch. Mhm. Und dann weil du zu viel arbeitest gerade. Ja, nicht nur das. Also ich kann zurzeit gar keinen Fernseher gucken, weil es jetzt zurzeit abgeklemmt ist, aber das ist jetzt nicht dramatisch. Bestimmt, weil die GEZ so viel Geld von dir verlangt. Ist es das? Weil nee, die GEZ war es nicht. Aber das ist ja wirklich, wie die da immer bei einem klingeln und sowas, ne? Aber ja, muss man bezahlen. Muss man bezahlen, leider. Also muss man, ja. Also leider ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es lohnt sich schon, also es gibt schon viele, sag, guck mal, diese Sendung gibt's nur, weil man GZ-Gebühren bezahlt. Genau, aber was mich ja aufregt, dadurch, dass er jetzt keinen Fernseher gucken kann, ja, man sagt immer, die öffentlich-rechtlichen Fernseher dürfen die einen nicht abklemmen. Aber man kann trotzdem nicht gucken. Wie die öffentlich-rechtlichen Fernseher? Ja, man hat ja diesen Anspruch auf diesen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie jetzt das ARD, ZDF und tralala. Ja, aber wenn du die Gebühren nicht gucken, das geht ja nicht wegen Gebühren, weil es geht ja um die, bei uns ist ja jetzt NDCC, die Leitung legen und dadurch ist es jetzt natürlich nicht mehr möglich, Fernsehen zu gucken. Das heißt, wenn du keine NDCC angemeldet bist oder nicht bezahlt hast, dann können sie dich einfach und kannst gar kein Fernsehen gucken. Ach, das ist quasi Kabelfernsehen bei euch. Genau, Kabelfernsehen, ja. Und ich werde jetzt umsteigen auf Satellitenschüssel und dann habe ich meine Ruhe. Oder DVB-T geht doch bei euch auch. Ja, aber da hast du fast 30 Programme, hör mal. Bitte? Nochmal. Da hast du 30 Programme und das ist günstiger in der Anschaffung, weil du dir keine Schüssel zulegen musst, sondern nur so eine Antenne. Das kostet 30, 40 Euro mit einem günstigen Receiver. Ja, mal gucken. Also ich werde mich da nochmal ein bisschen vorher informieren, denke ich mal. Ja. Das ist richtig. Ja. Naja, was soll man machen, ja. Was willst du machen, Mario? Schön, dass du angerufen hast. Ja. Irgendwas wollte ich noch, aber... Ja, was denn? Irgendwas wollte ich jetzt noch. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt ist privat irgendwas nochmal über Japan reden? Wie hat dich das mitgenommen? Sie hatten am Dienstag, glaube ich, telefoniert über Japan. Nee, das war Caro. Am Montag. Hast du schon angerufen? Wir hatten am Montag telefoniert, genau. Ach, okay. Wo ich gesagt hatte, dass ich voll dagegen bin, gegen diese Atomkraftwerke, dass die abgeschaltet werden sollten. Ach so, okay, ja, ich erinnere mich. Genau, wir hatten schon mal telefoniert. Okay, mein Lieber, gute Nacht. Gut. Tschüss. 0800 80 5 mal die 5. Ihr merkt, treue Late-Line-Zuhörer merken, wir werden jetzt gemeinsam müde. Ich muss hier noch sitzen, ich kann nicht schlafen. Ihr könnt so langsam einschlafen. Nicht, wenn ihr auf der Autobahn seid, dann immer schön geradeaus nach vorne gucken, auf der Autobahn nach vorne gucken und nicht rasen. Wenn ihr welche seid, die hinter anderen Leuten auf der linken Spur herfahren und Lichthupe machen, dann müsst ihr das Radio ausschalten, weil für euch möchte ich nicht senden. Drängler. Ha! Pfui! Tim, 18 Jahre alt aus Kiel, möchte über die Simpsons reden. Moin. Moin. Wie findest du denn die Simpsons? Ja, ich finde die Simpsons sehr gut, ich fand sie früher besser, als ich noch ein bisschen jünger war und als die Simpsons noch ein bisschen besser waren. Also ich würde sagen, ich bin momentan voll umgeschwenkt auf Family Guy. Family Guy ist auch gut. Aber guck dir das bitte nicht in der synchronisierten Fassung an. Das kenne ich gar nicht in der anderen Fassung. Guck dir das bitte, lad sie irgendwie über iTunes runter in der amerikanischen Fassung, weil das wirklich unglaublich lustig ist. Das stimmt wohl. Also Family Guy ist wirklich Go Home Simpsons, Family Guy ist 30 Mal lustiger, ich schwöre. Und noch eine Frage an dich, ne? Gern. Wo guckst du, wenn du die Nachrichten guckst, wo guckst du die? Hoffentlich auf dem ersten oder zweiten Programm. Ja, nicht RTL-Nachrichten oder so. Also in der Tat gucke ich meistens eigentlich im ZDF,
Also ich, nee, also aus beruflichen Gründen gucke ich eigentlich gerne ARD, weil ich mich immer darüber freue, dass alle Leute, die im ersten deutschen Fernsehen bei seriösen Themen vor der Kamera sind, mit Ausnahme der Tagesthemen-Moderatoren, so aussehen, als wären sie gerade irgendwie aus einer betreutes Wohngruppe entlaufen. Die Krawatte ist nicht richtig gemacht, irgendwelche merkwürdigen Kleidungsstücke, die Haare sind immer durcheinander und alle immer 30 Jahre zu alt. Und das finde ich immer ganz toll, weil ich dann neben dem Nachrichtenwert mich über solche Sachen aufregen kann. Das ZDF finde ich fast perfekt, was die Nachrichten angeht. Ich finde Klaus Kleber super und Marietta Slomka auch und mag die Optik total gerne und ich gucke auch ehrlich gesagt manchmal Peter Klöppel. Aber einfach nur, um zu wissen, wie die das so sehen. Also nicht so, weil ich mich da selbst persönlich interessiere, aber ich gucke eigentlich, meistens lese ich Nachrichten im Internet. Und was mir gerade noch einfällt, Stern-TV, guckst du bestimmt auch mal. Klar, mit Steffen Halaschka, super Typ. Findest du Günther Jauch besser? Nein, natürlich nicht. Nicht? Natürlich nicht. Findest du Günther Jauch besser als Steffen Halaschka? Ja. Warum das denn? Ich finde den seriöser und ich fand da das besser gemacht damals. Also man kennt Günther Jauch halt schon länger. Das ist der einzige Unterschied. Ich finde, Steffen Halaschka ist fantastisch, ein fantastischer Typ. Ist ein seriöser Kollege, hat immer nur gute Sachen oder fast nur gute Sachen gemacht, ist immer ein guter gewesen und fand es total super, dass er bei Stern-TV angefangen hat. Und ich hoffe, dass sie bei RTL ihm so viel Zeit geben, wie sie Günther ja auch Zeit gegeben haben. Ich finde wirklich echt sehr, sehr gut. Was mir noch einfiel, wegen dem zu Gutenberg, wegen dem Rücktritt. Mhm. Das hat zwar nichts mit dem Fernsehen zu tun, aber trotzdem, wie findest du das denn? Was ist denn die eine Fragestunde oder was? Schon drei Fragen? Darf ich dir mal eine Frage stellen vielleicht? Ja, okay, stell du mir eine Frage. Wie findest du das eigentlich mit dem zu Gutenberg, mit dem Rücktritt? Also ich finde das nicht gut, dass er zurückgetreten ist, um ehrlich zu sein. Natürlich war das ein Vertrauensbruch von ihm, aber ich finde, er macht trotzdem eine gute Arbeit. Ja, halt abgeschrieben, ne, die Arbeit. Ja, dazu fällt mir was ein, zum Abgeschriebenen. Ja. Also ich bin ja auch bei Facebook und da habe ich gelesen, also Zitat von zu Gutenberg bei seiner Rücktrittsrede: Ich war immer bereit zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht. Ja, Star Trek 6. Genau. Absolut. Das fand ich einfach noch gut, dass der Spruch auch noch geklaut ist von Star Trek. Mhm. Ja, ich glaube, das ist aber eher versehentlich. Ja, wie man es halt nimmt. Aber es ist halt lustig, wenn man auf sowas dann achtet. Mhm. Wenn du das so hörst, dann denkst du erstmal gar nicht dran und irgendwann bei Facebook schreibt ja irgendwie so ein Vollidiot das. Und dann ja. So ist es, ne, Tim? Ja. Tschüss. Tschüss. Du bist raus. Tim ist raus. Ihr könnt noch reinkommen. Noch wenige Minütchen haben wir jetzt zu mehreren. Ja, wie viele Leute sind wir eigentlich? Würde mich interessieren, wie viele Leute die Late Line hören. Alle Leute, die die Late Line hören, könnt ihr mal ganz kurz anrufen. Wir würden euch gerne mal durchzählen. Einfach, das würde mich mal interessieren, was wir hier für eine Quote abends haben. Kann mir das mal jemand sagen, was wir für eine Quote? Weiß das bei euch in Frankfurt in der Technikzentrale? Weiß das jemand, was wir für eine Quote haben? Da kommt nichts zurück. Man weiß es nicht. Wir haben anscheinend eine Quote von 100%, weil sich ja keiner bislang das Gegenteil. Wahrscheinlich 100% der Deutschen hören uns heute Abend. Irgendwie unheimlich, aber irgendwie auch schön. Klaus? Ja, ich bin dran. Ja, hallo. Aus der Nähe von Stuttgart. So ist es richtig. Eigentlich aus dem tiefen Schwarzwald rufe ich an. Oh. Worüber möchtest du denn gerne mit mir reden? Ja, ich gucke gerade Talk, Talk, Talk an mit der Sonja Kraus. Ich auch. Erklärst du mir das mal bitte? Ich meine, was macht die da im Busch? Da kommt gerade die Brit. Die Brit macht gerade ein Interview. Ja, die Brit führt gerade Homos vor. Ja, ja. Das heißt, also ich gehe immer ein bisschen vorbei, wo ihr alle drin sitzt und poppt? Was sagst du? Ich sagte, der erinnert mich vom Aussehen her ungefähr an unseren Gesundheitsminister Philipp Rösler. Ja, weil der so ein bisschen, der mit der Brille, weil er so einen asiatischen Touch hat, ne? Da ja. Kommt Sonja Kraus, wie immer sieht sie aus, wie frisch aus dem Porno gesprungen. Ja, da kommt sie gerade. Er hat immer ein zu klappes Kleidchen an und irgendwie eine Schamlippe hängt immer raus. Ja, ja. Sex sells, ne? Guckst du das gerne, Klaus? Ich guck, ich bin die halbe Nacht auf, ich guck alles an, was kommt. Ich schau mir auch oft mal so scharfe Sachen an halt, ja. Weil ich früher gerne fotografiert habe und das interessiert mich halt. Was heißt denn scharfe Sachen, also Sex? Ja, ich habe vorher auch den Wollersheim gesehen, der kommt ja auch öfters auf S1 Teleshopping. Ja. Der Wollersheim, wie er sich die Damen vorführen lässt, jetzt kommt gerade die Vera in Wien da. Genau, Vera in Wien, als sie noch eine eigene
als sie noch eine eigene Sendung hatte. Jetzt hat sie zwar eine eigene Sendung, aber ist mehr so als Produzent im Hintergrund. So sieht's aus, ja. Sie macht ja jetzt Schwiegertochter gesucht zum Beispiel. Ja. Ne? Übrigens habe ich jetzt mindestens 10-mal versucht, gleich um 1 Uhr kommt ja die Sendung Domian. Auf ja. Und da habe ich 10-mal versucht, den Domian zu kriegen, den Jürgen. Und da hieß es jedes Mal, ja, wir schalten nicht gleich rein zu ihm. Und dann macht's klack. Und dann war die Leitung unterbrochen. Ich muss, also Domian ist ja quasi ein Arbeitskollege von mir. Wir sind beide 1Live-Mitarbeiter, Radiosender in Westdeutschland. Und kommt eine quasi direkt im Anschluss an diese Sendung. Ich muss da den Jürgen Domian verteidigen. Es rufen wahnsinnig viele Leute an. Bei Jürgen Domian ist natürlich eine viel seriösere Sendung als hier unsere. Ja. Der ist ja ein seriöser Nachttalker. Wir machen ja hier, also ich zumindest am Donnerstag ist ja nur Quatsch, Schabernack. Ja. Und da rufen natürlich wahnsinnig viele Leute an mit Problemen. Und die werden alle auf so einen Bildschirm gestellt. Da sind dann 10 Anrufer drauf. Und der Jürgen Domian sucht sich dann einfach einen Anrufer raus. Ja. Und sobald er sich einen rausgesucht hat, fallen, ich glaube, immer 3 oder 4 andere automatisch direkt weg, damit da Plätze frei werden für neue. Ja. Deswegen ist es eine reine Glückssache. Ich kann dir aber... kann dir aber nur raten, denk dir irgendeine Geschichte aus bei Domian, die irgendwie, um da durchzukommen, die irgendwie so sexy ist, weißt du, die irgendwie gut ist fürs Radio. Ich hatte ja eine gute Sache gehabt, ja. Ja, erzähl doch mal, dann kann ich dir sagen, ob du dann bei Domian mit eine Chance hast. Ja, weil zum Beispiel, man nennt mich ja den schnellsten Dichter von ganz Deutschland, weil ich schreibe Songs, ich schreibe Texte. Ich habe für Xavier Naidoo geschrieben, das ist in Vorbereitung. Ich habe für Tic-Tac-Toe, für die Mädels geschrieben. Was heißt denn, du hast für Xavier Naidoo geschrieben, das ist in Vorbereitung? Das heißt, du hast schon was für ihn geschrieben, aber bereitest das noch vor und musst es ihm nur noch schicken? Ja, logisch, das muss ja genehmigt werden. Das muss ja bei der GEMA gemeldet werden, dass ich die Rechte habe, die alleinigen Rechte. Welches Lied hast du denn geschrieben für Xavier Naidoo? Bitte was? Welches Lied du geschrieben hast für Xavier Naidoo? Darf man das schon verraten oder ist es noch geheim? Ja, was heißt geheim? Ich hab's hier in meinem Koffer drin, da müsste ich gerade mal nachgucken. Aber ja, lies es doch mal vor, würde mich interessieren, was das für ein Lied ist. Okay, kann ich mal machen, kurz, Moment. Hat der Xavier das denn schon gelesen? Bitte was? Hat der Xavier das denn schon gelesen? Nee, aber ich bin ja bekannt bei Radio Regenbogen. Die kennen mich alle. Da war ja früher der Uli Ostermann, dann Antenne 1, die kennen mich alle. Oder zum Beispiel die Neue Welle. Das ist ein neuer Sender in Karlsruhe. Für die habe ich auch alle schon Texte geschrieben. Ja, aber jetzt möchte ich mal hören, was du für den Xavier Naidoo für einen Text geschrieben hast. Moment, ich muss gerade hier, Sekunde bitte, mein Schloss öffnen hier. Da hat mir wieder einer dran rumgespielt, so, jetzt habe ich es aber gleich. Ja, weil die Texte wahrscheinlich begehrt sind und Leute die klauen wollen. Ja, die kann ja jetzt keiner mehr klauen. Weil, wie gesagt, das läuft ja schon bei der GEMA. Ja, das ist so, das Moment, ist wichtig. Ich bin sofort soweit. Ja. Nicht die Kombination verraten. Wir sind hier im Radio, wir sind live drauf. Klaus. Ja, ich weiß. Nein. Also, wie heißt das Lied, was du für den Xavier Naidoo geschrieben hast? Ich hab's ja gleich. Sekunde. Einen Moment. Klaus, aber du bist doch alleine zu Hause, du brauchst den Koffer doch nicht abschließen. Ja, ich bin alleine, ja, genau. Aber du brauchst den Koffer dann noch nicht abschließen, wenn du alleine bist. So, Moment. Ja, dass mir halt keiner reinkommt. Ja, aber musst du doch nicht, wenn du alleine zu Hause bist. Da kommt ja keiner dran. Wenn du aus dem Haus gehst, dann kannst du ihn ja abschließen, sicherheitshalber. Ich bin ein gefragter Mensch. Da kommen viele Leute, die was von mir wollen. Aber doch nicht nachts um 1. Vielleicht manchmal auch, ja. Da wird geläutet bei mir, weil man weiß, dass es bei mir Kaffee gibt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, du. Der Text von Xavier Naidoo, der wird langsam kalt. Den habe ich jetzt. Ja, dann schieß mal los. Ich gehe durch die Straßen. Ich suche dich. Ich werde dich finden. Verzeih mir doch, wir lassen alles hinter uns. Wir wollen neu beginnen. Ich spüre mein Herz. Es ist, als wollte es zerspringen. Solange bin ich schon allein. Ich sehne mich nach dir, will einfach bei dir sein. Deinen Atem spüren, deine Zärtlichkeit, deine Hände, die mich berühren, wie vor langer Zeit. Was ist geschehen? Wo bist du nur? Ich sehne mich nach dir, nach deiner Liebe pur.
Lass den Streit, lass uns alles vergessen. Wir wollen uns die Liebe schenken, die wir einmal haben besessen. Lass uns alles noch einmal versuchen. Find ich dich nicht, so würde ich nach dir rufen. Die Einsamkeit macht mich noch krank. Ich bin so leer, so ausgebrannt. Ich werde niemals aufgeben. Es hätte keinen Sinn. Ich möchte mit dir leben für einen Neubeginn. Das ist fast ein bisschen unheimlich. Und wo ist denn der Refrain? Ja, das ist ein Rap, in Rap-Version. Ach so, aber da muss ja noch ein Refrain kommen. Da muss ja irgendwas, tja, was macht man da? Hast du schon eine Idee für eine Melodie? Ja, ich habe ja auch von Stefan Raab habe ich ja auch den Wok-Song geschrieben. Was hältst du denn von folgender Idee? Ich würde mir mal schnell eine Melodie ausdenken. Ja. Warte mal, was hältst du von dieser hier? Bum 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 bum. Wie findest du das, so als Profi? Oder zum Beispiel, wenn ich darf, hier für die Jessie von Tic-Tac-Toe habe ich auch einen Text geschrieben. Ja, Jessie von Tic-Tac-Toe, lebt die denn überhaupt noch? Ja, klar lebt sie noch. Ist sie nicht gerade, verkauft sie nicht gerade Tickets im Kölner Zoo, habe ich letztens irgendwo gelesen? Ja gut, die lebt da irgendwie von Hartz IV oder was weiß ich. Aber das kann man ja ändern mit dem richtigen Song. Ja klar. Also, ich lasse ihn mal kurz los, wenn ich darf. Mit Melodie oder ohne Melodie? Ja, nee, ich hab hier keine Melodie. Ja, dann denke ich mir die hinterher aus. Ich lass mir eine Melodie einfallen, während du den Text liest. Dann machen wir so eine Jam-Session. Schieß mal los. Ich schalte das Radio ein. Ich höre den Song. Ich kenne ihn schon. Er ist so geil, so cool, so gut. Ich habe Power, ich habe Mut. Ich möchte leben, Kräfte sammeln, neu beginnen. Dem Alltagstrott der Zeit entrinnen. Ich habe Gedanken, Zeit für Sorgen. Ich lebe heute und auch morgen. Ich suche Ziele in der Welt. Was bedeutet mir schon Geld? Ich suche die Menschen, die Ruhe in sich tragen. Nicht viel reden oder fragen. Ich höre den Song. Jetzt muss ich leben. Ich kann es doch, ohne mich zu schämen. Ich gab mich auf. Ich wollte weg. Alles war so sinnlos, ganz ohne Zweck. Doch dieser Song in meinen Ohren gibt mir Kraft. Jetzt bin ich wer, ich bin wie neu geboren. Auch ihr da draußen hört den Song. Nehmt ihn in euch auf. Er wird euch Kräfte geben für einen neuen Lebenslauf. Das ist sehr gut. Aber auch da fehlt mir der Refrain. Ja sicher, das kann man ja alles einbauen. Das ist ja kein Problem. Wichtig ist der Grundtext. Das ist das Wichtige. Ich dachte mal, der Refrain ist wichtig, weil das irgendwie das ist, was die Leute da mitsingen. Ja, sicher, aber das muss man mit Background machen. Da brauche ich Musik dazu. Dann kann man das umsetzen. Ich kann Beatbox machen. Bitte? Ich kann Beatbox machen. Ja. Also, buh, tschak, buh, buh, tschak, buh, tschak. Und dann müsstest du einfach nur deinen Text drauf machen. Hast du noch einen Text? Dann machen wir es zusammen. Moment mal. Ich mach Beat und dann machst du einen Text drauf, okay? Sekunde. Stefan Raab habe ich hier. Ja, dann mach mal, schieß mal los, einen Song für Stefan Raab. Mach mal einen Stefan Raab, ja. Ich mach dir mal einen Beat, pass auf. Bum, tschak, bum, bum, tschak, bum, tschak, jetzt du. Bum, bum, tschak, bum, tschak, bum, bum, tschak. Ich spüre die Power. Ich senke ihn gut, nicht gegen die Mauer. Ich habe Kraft, ich habe Mut. Ich weiß, ich schaffe es und alles wird gut. Die Fahrt beginnt. Der Wog wird schnell, ich drehe mich im Karussell, ich spüre den Wind und auch das Schnelle, es geht hinab in das Gefälle, ich rase mit dem Wog durchs Ziel, es ist so geil, wenn ich ein Gefühl, jetzt bin ich unten angekommen, die Knie zittern mir, ich bin vollgenommen, ich hab's gemacht, jetzt lass ich's krachen, probiert's doch mal, ihr würdet es schaffen, Feigheit hat denn keinen Sinn. Wenn ihr dann sitzt im Buch mal drin, drum singt den Song und denkt daran, wenn andere fahren auf deiner Bahn. Gut. Das sind meine Texte. Dynamite! Das war sehr gut, besonders in der Kombination mit meiner fantastischen Beatbox. Klaus, schön, dass du angerufen hast und uns ein bisschen eine Kostprobe gegeben hast von deinem dichterischen Können. Es war interessant. Vielleicht
vielleicht hat irgendein Studio oder was zugehört, der Interesse hat, weil ich schreibe in 5 bis 10 Minuten alle diese Texte. In 5 bis 10 Minuten? Ja. Das hört man ein bisschen, ehrlich gesagt. Ja. Also, weil die so einfach so... Also ein bisschen... Alle meine Texte, 600 habe ich jetzt geschrieben. Oh Gott. Ja. Wohin damit? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe einen ganzen Koffer voll hier. Alles Manuskripte. Klaus. Ja. Vielen Dank, dass du uns ein bisschen hast teilhaben lassen an deiner Kunst. Und kein Problem. Ich lüge dich nicht an, wenn ich sage, es war sehr interessant. Dankeschön. Ich freue mich auch. Ich versuche jetzt nachher mal, ob ich einen Domian vielleicht kriege. Ja. Ob ich in die Sendung reinkomme. Ich versuch's mal. Dann grüß den Jürgen ganz lieb von mir und sag ihm, er soll morgen die Zeitung mitbringen. Alles klar. Dankeschön. Und von wem soll ich grüßen, wenn er fragt? René Krämer von Big FM. Alles klar. Übrigens eine andere Frage. Seid ihr jeden Abend drauf hier oder was? Wir sind jeden Abend drauf, genau. Aber nur am Donnerstag, am Donnerstag bin ich hier, der René. Ab wann? Ab 23.04 Uhr. 23.04 Uhr. Genau. Okay, dann werde ich mich mal wieder melden. Ja, hoffentlich. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüssi. Wir haben noch wenige Minütchen für Marcel aus Langen. Ja, moin. Ey, du musst das Radio leiser drehen. Okay, kein Problem. Ja. Dann ist es schon mal wesentlich besser. Okay. Ja, worüber wollen wir reden? Ja, ich hatte gesagt, How I Met Your Mother. Ja, finde ich im Moment ganz groß im Kommen. Erklär mal, was ist das? Ist das auch so eine Serie, mit wo gelacht wird im Hintergrund? Oder? Ja, genau, so Two and a Half Men-mäßig. Und es ist auch ähnlich, ja? Ja, schon. Wer ist der Hauptdarsteller? Kennt man den? Hauptdarsteller gibt es ja eigentlich 5. Barney, wer ist da denn jetzt die anderen? Fällt jetzt gar nicht ein. Ich verstehe immer nicht so richtig, warum diese Serie mit dem Gelache im Hintergrund so ein Revival feiern. Also mir hat es früher bei Al Bundy schon total angekotzt. Ja, genau. Aber es ist anscheinend gerade voll en vogue, ne? Ja, irgendwie schon. Beschreib doch mal, was ist denn, also worum geht's? Ist es eine Familie oder ist es sind es Arbeitskollegen, die da zusammensitzen? Ich kenne es überhaupt nicht, wirklich nicht. Ach so. Mit dem, wirklich, also jetzt ganz im Ernst. Ja, im Moment auf ProSieben Mittwochs kommen doch immer erst Desperate Housewives und dann 4 Folgen How I Met Your Mother. Aber was ist denn das? Das sind fünf junge, ja, ein Anwalt ist da mittlerweile dabei, ein Architekt, einer, der in der Bank arbeitet, eine, die beim Fernsehen arbeitet, eine Kindergartenlehrerin, wie man das nennt, Kindergärtnerin. Kindergärtnerin. Die treffen sich, die leben da zusammen, zwei sind davon verheiratet und so gehen die halt das Leben, gehen feiern, gehen in die Kneipe. Und wo spielt das Ganze in New York ist das. Ist es so eine richtige Serie mit so Außendrehs oder ist es so eine, die in so einer Studio-Deko spielt, wo Publikum zu sehen ist? Studio-Deko. Ah, okay. Ja. So wie Two and a Half Men, würde ich eher sagen auch. Okay, How I Met Your Mother. Ich schreibe mir das mal auf und werde mir das mal angucken für nächste Woche. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, mich würde es nicht so richtig umhauen. Ist es denn irgendeine Handlung, in die man schnell reinkommt oder muss man wirklich alles von Anfang an gesehen haben? Ja, das habe ich auch gedacht. Ich habe erst von der Mitte geguckt, aber ich habe jetzt alle DVDs gekauft und von Anfang an ist es doch besser. Versteht man mehr. Ja. Also baut ein bisschen aufeinander auf. Okay. How I Met Your Mother, ein Tipp von Marcel aus Langen. Vielen Dank dafür und ich glaube, so wie die Zeit momentan aussieht, warst du der letzte Anrufer für die Late Line. Wir können auch 1:30 oder sowas, 1 Minute 30 Sekunden über irgendwas anderes quatschen. Wirklich, weil wir haben jetzt keine, also lohnt es sich nicht mal einen anderen Anrufer reinzunehmen. Irgendwie gut, dann grüße ich noch ein paar Leute. Ja, das sind immer, Grüße werden immer gern genommen hier in der Sendung. Dann schieß mal los. Das glaube ich. Ich grüße den Kevin, der gerade neben mir sitzt. Hey Kevin, hallo, was arbeitet ihr denn gerade? Was arbeiten wir? Gute Frage. Nee, wir arbeiten. Ja, aber du musst es nicht exakt verraten, ihr seid bei der Polizei bestimmt, oder? Nein. Also, ist noch ein anderer Kollege bei dir? Nee, nur wir beide. dann seid ihr bestimmt nicht bei der Polizei, oder? Also, seid ihr im Auto gerade? Ja. Mach doch mal einmal das Blaulicht an, aber das ist Martinshorn einmal an zum Beweis. Das geht leider nicht. Ihr seid echt zwei Bullen, die anrufen, oder? Aber wirklich, ne? Marcel aus Lang 22, ach, egal. Aber es macht ja nichts. Warum? Wir hören das immer am Donnerstag. Ja, ihr könnt ja die Augen aufhalten und ihr könnt ja trotzdem noch Verbrecher fangen. Ja, eben. Habt ihr nicht schon mal angerufen?
schon mal angerufen? Nee, aber da, wir haben auf jeden Fall öfter schon mal... Andere Kollegen haben angerufen. Das ist ja echt so geil. Naja, aber warum nicht? Ich meine, warum auch nicht? Ich meine, ihr fahrt eh durch die Gegend. Und ob ihr dann nur irgendwie das komische von eurem Fahrdienstleiter da hört oder irgendwie unser komisches letztlich das Gleiche. Aber wenn irgendwie was ist, dann seid ihr natürlich sofort bereit. Egal. Also grüß noch weiter. Wir haben noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden, ja. 30 Sekunden, aber wir können auch aufhören, wie du magst. Schön, dass du angerufen hast. Immer schön die Waffe einstecken lassen und gute Nacht, ne? Ja, mach doch nicht so schlecht alles. Nee, ich bin Polizistensohn, mein Lieber. Ich weiß, wovon ich rede. Siehst du. Ernsthaft. Ernsthaft. Ich bin ein wahnsinniger Polizistenfan. Und zahle auch immer gerne meine Strafzettel. Wirklich am liebsten in bar und gebe immer noch 5 Euro Trinkgeld. Die werden aber selten angenommen. Ja, das sollte man nicht machen. Besser nicht, nee. Aber ich habe vollstes Verständnis. Und wie lange müsst ihr noch? Ja, das so ein bisschen haben wir noch. Ah, okay. Achso, besser mal den Ball flach halten. Es gibt, okay. Gute Nacht. Tschüss. Ciao. Ciao. So, das war die Late Line zum Thema Fernsehgucken. Vielen Dank für eure Anrufe. Nächste Woche sind wir wieder da. Selbe Stelle, selbe Welle. Bremen 4, Enjoy, UFM, Das Ding und Sputnik. Und diese Sendung gibt's morgen früh zum Nachlesen und zum Nachhören vor allen Dingen als Podcast auf lateline.de. Und unsere Gedanken bündeln wir noch einmal für die kommende Nacht und hoffen, dass alles gut geht im Nordosten Japans, dass da nicht so viel Schaden angerichtet wird in dem Atomkraftwerk und dass wir morgen vielleicht aufwachen und uns ein paar gute Nachrichten überraschen. Das wäre doch mal erfreulich. Jan Böhmermann wünscht gute Nacht. Bis nächste Woche. Tschüss. Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Bremen 4. Das Ding. Enjoy. Fritz vom RBB. MDR Sputnik. UFM. Und 103.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.